Konstanten, Gustav Klemm. Ich habe seit kurzem hier an der Ecke einen Stand als Zeitungshändler. Ich lese keine Zeitung. Ich beabsichtige, ganz in der Nähe meiner Wirkungsstätte Wohnung zu nehmen. Ach, Sie kommen wegen dem Zimmer. Bitte schön, treten Sie näher. Ach, lassen Sie sich nicht stören, Frau Arendt. Der Herr will nur das Zimmer sehen. Wieso? Ich habe doch nicht gekündigt. Über die Kündigung reden wir nachher. Ja, aber vorläufig wohne ich doch noch hier. Aber nicht mehr lange. Ist doch gemütlich hier, nicht wahr? Klemm. Sehen Sie, bei mir hat sich noch jeder wohlgefühlt. Wie zu Hause. Das Bett habe ich nämlich erst voriges Jahr neu aufpolstern lassen. Alle 14 Tage wird frisch bezogen, ja? Darin bin ich komisch. Sehr wohnlich. Nicht wahr? Das will ich meinen. Und nur 30 Mark. Mit Frühstück. Und wenn Sie mal zu Hause essen wollen. Ich war 7 Jahre Köchin. Im Hotel Puck in Karlsbad. Das sagt mir nichts, liebe Dame. Die beste Küche von der Welt. Wenigstens solange ich da am Ruder war. Es käme mir auf ein kleines Kostpröbchen an. Na, das können Sie haben. Ja? Und wie sieht es denn hier mit der Sonne aus? Hier haben Sie den ganzen Tag. So? Ja, und nachts haben Sie Wanzen. Was? Hast du Töne? Das ist ja glatte Verleumdung. Nicht eine werden Sie finden. Wie dem auch sei, dieser Umstand würde mich wenig stören. Mein Schwager ist nämlich Kammerjäger. Na, sehen Sie. Wann wollen Sie denn einziehen? Darüber werde ich mich morgen verbindlich äußern. Es liegen mir nämlich noch andere Angebote vor. Mieten Sie mal ruhig bei mir. So ein Komfortzimmer wie das finden Sie in der ganzen Gegend nicht mehr. Ja, mit fließendem Wasser. Wo denn? Na, an den Wänden. Staubtrocken sind die Wände. So? Dafür gehen die Möbel aus dem Leim. Bitte? Kleine Schäden am Mobiliar würden mich eher reizen. Ich bin nämlich, ohne mir schmeicheln zu wollen, Bastler. Mein Fräulein? Ach, Herr Klemm, Sie sind eine Perle. Was nicht jeder von sich sagen kann, Frau Lehmann. Na also, auf Wiedersehen, Herr Klemm. Auf Wiedersehen. Sagen Sie mal, Fräulein Arendt, was fällt Ihnen eigentlich ein? Warum machen Sie mein Zimmer so schlecht? Damit Sie es nicht weitervermieten. 2 Jahre wohne ich jetzt bei Ihnen und immer habe ich meine Miete pünktlich bezahlt. Und jetzt, wo ich mal 3 Wochen im Rückstand bin, da wollen Sie mich gleich auf die Straße setzen. Ich bin ja nicht das Wohlfahrtsamt. Nein, so sehen Sie auch nicht aus. Aber wenn ich Ihnen ein Kleid zuschneiden soll oder einen Mantel ändern, dann können Sie freundlich sein, nicht wahr? Von mir aus können Sie ja auch bleiben. Na also. Wenn Sie bezahlen. Das werde ich ja. Na, dann sind wir ja in Ordnung. Na ja, sehen Sie, das klingt schon viel freundlicher. Inzwischen fände ich Ihre Sachen. Können Sie denn nicht sehen? Haben Sie denn keine Ohren im Kopf? Sie brauchen wohl einen, der Sie wachküsst. Das ist eine Unverschämtheit. Erst spritzen Sie mich von oben bis unten voll und dann schimpfen Sie auch noch. Na, regen Sie sich mal nicht so auf. Ist ja keine Tinte. Gehen Sie nach Hause, hängen Sie das Judestück bei Muttern an den Backofen. Ach, Sie! Oh, das ist aber sehr unangenehm. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Nein, danke. Das muss ja erst trocknen. Meine Rede sei 70. Ein Glück, dass Ihrer Mappe nichts passiert ist. Die ist wasserdicht. Ah, Zeichnungen? Ja. Eigenschöpfungen? Für den Salon Lindemann. Ach, und da wollen Sie jetzt hin? Ja. Haben Sie es eilig? Sehr. Bitte steigen Sie ein, ich fahre Sie hin. Danke, so eilig habe ich es nicht. Ach, guten Morgen, Herr Weber. Ach, Fräulein Arndt. Na, heute hat es aber gar keinen Sinn. Oh, das haben Sie vorhin Dienstag auch gesagt. Na und, habe ich vielleicht nicht recht gehabt? Ja, ja, schon, aber sehen Sie mal heute. Ich muss nämlich heute meine Miete bezahlen und Frau Lindemann ist meine letzte Rettung. Also sehen Sie mal zu, Herr Weber. Nee, 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 also anmelden tue ich Sie nicht. Oh, vielleicht können Sie es doch. Ja. Wenn Sie trotzdem reingehen wollen, ja, mit Gewalt zurückhalten kann ich Sie natürlich nicht. Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Wie gefällt Ihnen dieses Kleid, meine Frau? Das ist doch sehr kleidsam, finden Sie nicht? Ach, ich weiß nicht. Ihre Kleider machen alle so kolossal schlank. Und die schlanke Linie ist doch schon längst vorbei. Dann tut es mir sehr leid, meine Frau. Ach, das macht nichts. Dann ein nächstes Mal. Ja, aber Frau Arendt, Sie sind ja schon wieder da. Frau Lindemann, ich wäre bestimmt nicht gekommen, aber ich habe so schöne Entwürfe, dass ich mir gesagt habe, die muss Frau Lindemann sehen. Ja, aber das hat doch gar keinen Zweck. Die Frühjahrssaison ist doch schon zu Ende. Umso besser, es ist alles für die Herbstsaison. Ja, aber die hat doch noch gar nicht begonnen. Aber sie steht vor der Tür. Bitte, wie finden Sie zum Beispiel dieses? Meergrüner Atlas auf rosa Taft mit Kreuzblenden.
Ja, aber das ist doch viel zu gewagt für ein junges Mädchen. Das ist ja auch für eine Dame. Ja, dafür ist es wieder zu einfach. Und jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Na gut, wenn Sie heute keine Zeit haben, lasse ich Ihnen meine Zeichnungen einstweilen hier. Wie Sie wollen. Also, Frau Lindemann, gerade fällt mir noch was ein. Neulich sagten Sie, Sie wollten eine Modezeichnerin fest anstellen. Ja, ja, aber frühestens in 3 Monaten. Auf Wiedersehen im Oktober. Na, hat's geklappt? Nein, leider nicht. Es gibt so viel schöne Berufe. Ausgerechnet Modezeichnerin mussten sie werden. Ja, ja, Herr Seber. Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Ich habe mich in der Zwischenzeit erkundigt. Wir können Ihren Mantel da drüben bei Spindler reinigen lassen. Express. In 3 Stunden ist er fertig. Danke. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Entbehren werden Sie ihn heute bestimmt nicht. Die Wettervorhersage lautet, das Hoch über Island hat sich der norddeutschen Tiefebene genähert. Für heute ist wolkenloses, sonniges Wetter zu erwarten. Wirklich? Ja, und die paar Sonnentage im Jahr, die muss man doch ausnutzen. Ja. Was halten Sie von einem Ausflug nach Schwansee? Wenn man keine anderen Sorgen hat, ist es bestimmt sehr schön. Und wenn man welche hat, erst recht. Haben Sie denn Sorgen? Sie sind mir nicht böse, wenn ich Ihnen das nicht auf die Nase binde, nein? Nein, ich frage ja gar nicht aus Neugier. Es würde mir nur leid tun. Wirklich? Ja. Ja, ich muss jetzt nach Hause. Gehört unser Ausflug nach Wannsee? Der fällt ins Wasser. Oh. Herr Klim, haben Sie den Montagsbus? Nein, danke, ich will Sie nicht kaufen. Ich will Ihnen nur was zeigen. Sehen Sie mal, so viel möblierte Zimmer gibt es hier in der Umgegend. Und da wollen Sie ausgerechnet bei Frau Lehmann. Bei Frau Lehmann mieten? Bitte haben Sie keine Angst, ich will Sie nicht belästigen. Aber da unser Ausflug nach Wannsee sowieso ins Wasser gefallen ist und wir uns in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr sehen werden, möchte ich nicht, dass bei Ihnen irgendwelche Bitterkeit gegen mich zurückbleibt. Da brauchen Sie sich gar keine Sorgen zu machen. Naja, ich habe Sie auf der Straße angesprochen, das ist doch immerhin ungehörig. Ja, da haben Sie recht. Aber sagen Sie selbst, was soll man machen, wenn man die Bekanntschaft einer jungen Dame machen möchte und man hat niemanden zur Hand, der einen vorstellt? Das sind doch Lücken in der gesellschaftlichen Umgangsform. Ja. Gestatten Sie, Roland, Stefan Roland. Ich weiß. Ja? Ja, ich habe eine Menge Platten von Ihnen. Gefallen Sie Ihnen wenigstens? Ja, sehr. Oh, das freut mich. Zu schade, dass Sie keine Zeit haben. Könnten Sie es vielleicht nicht doch noch einrichten? Nein. Und ich habe mich so darauf gefreut. Ja, haben Sie denn niemanden, mit dem Sie nach Wannsee fahren könnten? Niemand. Also fast können wir uns Ihnen glauben. Das müssen Sie auch. Hoffentlich passen die Badeanzüge, die ich besorgt habe. Was haben Sie besorgt? 2 Badeanzüge. Einen Augenblick, bitte. Bitte Zimmer 211. Augenblick, meine Herren. Ja? Stefan! Gott sei Dank. Also kommt er endlich. Na, fragen Sie ihn doch. Geben Sie her. Oh, meine Herren, bitte, ja? Stefan, die Herren von der Presse sind da. Die Konzertdirektion aus München will die Verträge abschließen. Der Rundfunk hat angerufen und die Schallplatten müssen unbedingt heute noch gemacht werden. Also, mein Sekretär sagt mir, heute liegt überhaupt nichts vor. Jetzt hängt es nur noch von Ihnen ab. Bedenken Sie die wenigen Sonnentage. Gibt es wirklich so wenig? 18 im ganzen Jahr. Und einen davon kann sich auch der Fleißigste gönnen. Oder haben Sie etwas so Wichtiges vor? Leider nicht. Na also, ist doch großartig. Also gut, Peter, ich fahre nach Wannsee. Nach Wannsee? Ja, bist du denn... Ach so, ja, natürlich, selbstverständlich. Herr Roland lässt heute bedauern, er hat eine dringende Konferenz. In Wannsee? Natürlich in Wannsee. Wo denn sonst? Was darf ich Ihnen anbieten, Sherry oder Cognac? Also wenn, dann Sherry, aber höchstens ein Glas. Wieso nur eins? Weil ich 2 nicht vertragen kann. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Doch, doch. Also da ist mir mal was Schreckliches passiert. Ich war eingeladen bei meiner alten Erbtante. Eine furchtbar geistige Person. Die ganze Verwandtschaft hat sie gehasst. Aber vor ihr kam sie fast um vor Liebenswürdigkeit. Es war kaum zum Ansehen. Nach dem 2. Glas Bowle platzte ich heraus. Wieso? Was haben Sie dir gesagt? Und die Wahrheit, dass alle nur so nett zu ihr wären, weil sie erben wollten. Oh, na hoffentlich hat die Tante Humor gehabt. Doch, doch, die hat sehr gelacht. Aber am nächsten Tag hat sie uns alle enterbt. Und dann haben wir nur das 2. Glas Bowle schuld? Bestimmt, wenn ich mehr als ein Glas trinke, sage ich jedem die Wahrheit. Ganz egal, was ich von ihm denke. Also ich finde das großartig. Wenn ich nur wüsste, was ich anstellen muss, damit sie noch ein 2. Glas trinken. Nein, nein, geben Sie sich keine Mühe, seitdem bin ich vorsichtig. Na?
Sollte Ihre Wettervoraussage doch nicht stimmen? Doch, doch, die stimmt. Nur die letzte Zeile habe ich verschwiegen. Hier und da örtliche Niederschläge. So, aber von Hagel und Schneesturm stand nichts drin. Nein, gar nichts. Jetzt aber schnell weg, bevor es noch dicker kommt. Ja. Sehen Sie mich? Nein. Nehmen Sie lieber die Decke, sonst holen Sie sich einen Schnupfen. Oh, danke. Oh, voll, Sie haben es schon. Kommen Sie, Sie kriegen die andere Hälfte. Oh, danke. Das ist aber nett. Na? Das war nur aus Sympathie. Da hilft nur eins. Ein Glas Cognac. Nein, nein, danke. Vom ganzen so ein Schnupfen kann sehr, sehr unangenehm werden. Nein, wirklich nicht. Ach ja, ich weiß, das zweite Glas. Trinken Sie ruhig. Im schlimmsten Fall sagen Sie mir, was Sie von mir denken. Das ist wirklich gut. Aber der ist stark. Ach, als Medizin getrunken, ist er ganz ungefährlich. Hoffentlich. Sie haben also heute Abend Ihr erstes Konzert. Ja. Woher wissen Sie denn das? Na, nach dreijähriger Abwesenheit stand er unter Ihrem Bild in der illustrierten Woche. Wollen Sie nicht kommen? Hm, schrecklich ja? Gern. Ich hinterlege eine Karte an der Abendkarte für Sie und hinterher gehen wir bummeln. Ja. Prost. Prost. Kann es sein, dass Sie einen Schwitz haben? Unmöglich. Ja? Ich glaube, Sie wollen mich nur beruhigen, weil Sie so nett sind. Aber. Doch, doch, Sie sind wirklich sehr nett. Sie sind mir schrecklich sympathisch. Zuerst haben mich sehr über Sie geärgert, weil Sie so frech waren. Dann hatte ich Angst, dass Sie nicht wiederkommen würden. Sie bringen mich direkt in Verlegenheit. Oh, ist mir ganz egal. Warum soll ich Ihnen nicht mal die Wahrheit sagen? Brigitte. Warum sehen Sie mich denn so an? Sie sind das süßeste Geschöpf, das mir je begegnet ist. Ja? Ja, wirklich. Dabei sind Ihnen bestimmt schon so viele begegnet. Aber nein. Ich glaube, es ist die größte Dummheit, wenn ich mich in Sie verliebe. Das ist mir ganz gleich. Warum sollte das eine Dummheit sein? Naja, Sie kennen doch sicherlich so viele Frauen. Nicht eine kenne ich. Und eine schöner als die andere. Und alle himmeln Sie an. Dann muss es ja schwer sein, sich für eine zu entscheiden. Aber in diesem Punkt bin ich eine ausgesprochene Ausnahme. Also, wenn ich einmal einen Mann liebe und es würde sich herausstellen, dass außer mir noch andere Frauen existieren, ich weiß nicht, was ich dann tun würde. Teilen kann ich nicht. Das sollen Sie auch gar nicht. Ach, zum verrückt werden. Ach, Gott sei Dank, dass Sie endlich da sind, Fräulein Arendt. Frau Lehmann, ich sag's Ihnen gleich. Geld kann ich Ihnen keins geben. Na, es hat doch Zeit bis morgen. Ach, ich habe mir schon so viel Gedanken gemacht. Wenn ihr bloß nichts passiert ist, habe ich gedacht. Setzen Sie sich mal hin. Ich habe auch ein Tässchen Kaffee für Sie. Oh, Sie sind ja auf einmal so freundlich. Na, aber Fräulein Arendt immer gewesen. Also, was wollen Sie von mir? Nur eine ganze Kleinigkeit. Sehen Sie mich mal an. Sehe ich nicht aus wie ein Blumentopf mit denen? Doch, Frau Lehmann. Nur weil ich mir ganz alleine zusammen posamentiert habe. Sie machen doch das aus der kalten Lameng. Das so. Und heute früh wollten Sie meine Sachen fetten. Das war doch bloß eine ganz kleine geschäftliche Differenz. So was kommt doch vor unter Freunde. Aber rein menschlich haben wir uns doch immer famos verstanden, nicht? Na, dann machen wir schon. Also schön, ich mach's Ihnen morgen früh. Was denn? Na, und heute Abend, da stehe ich da wie ein wandelnder Gemüsegarten. Nee, ich gehe doch nicht auf den Maskenball. Ich will doch zum Stiftungsfest. Aber es ist doch gleich halb acht. Ich muss mich noch umziehen. Ich will doch ins Konzert. Das ist so eine Kleinigkeit für Sie. Wissen Sie, die von meinen Kaffeekränzchen, die sind eine ganz hochnäsige Bande. Wenn man da nicht tipptopp antanzt, nach der neuesten Mode, dann ziehen Sie einen durch den Kakao. Also schön, ich mach's Ihnen. Bedauere, es ist ausverkauft. Ist die Karte für Fräulein Arendt abgeholt? Nein, Herr Roland. Oh, willst du nicht kommen? Gott sei Dank. Immer in letzter Minute. Du kostest mich Nerven. Du bist auch gerade keine Erholung für mich. Nur der Ordnung halber. Wen hast du denn heute Abend eingeladen? Ein zauberhaftes Wesen. Na, das sowieso. Leider hat sie mich versetzt. Ja? Hast du aber Glück. Wieso? Ich soll dir nämlich Grüße bestellen. Grüße von dir? Von Margot und Beate. Ja? Ja. Das freut mich auch wirklich. Sehr herzliche Grüße sogar. Warum betonst du das so? Ich bewundere die Anhänglichkeit. Das ist immerhin jetzt drei Jahre her. Ja, ja. Wo hast du sie denn getroffen? Sie ist da unten in der ersten Reihe. Beide zusammen? Ja, sie sind scheinbar inzwischen die besten Freunde. Sie wollen nachher mit ihr zusammen sein. Ist ja großartig. Lieber Roland, ich glaube, wir müssen. Gut, ja, gut. Bestellt in der Diana bei einem hübschen Tisch und für alle anderen bin ich nicht zu sprechen. Alles gut. Was kostet denn so ein Konzertbillett heutzutage? Das weiß ich nicht. Ich bin eingeladen. Eingeladen?
Bei jeder anderen würde ich denken, na, da steckt doch ein Mann hinter. Aber mir trauen Sie das nicht zu? Nö, Sie gehen doch mit Scheuklappen durch die Welt. So, Frau Lehmann, fertig. So, bitte. Ach nein, das ist so. Komisch. Was denn? Ich wirke so seltsam. Nein, nein, Frau Lehmann, das trägt man jetzt so. Wenn Sie meinen. Brigitte Arendt, ist eine Karte für mich da? Ja, aber es hat schon lange angefangen. Gesagt, dass du ins Konzert gehst? Ach, wo? Ich habe gesagt, ich bin bei dir. Wie komisch, und ich habe gesagt, ich bin bei dir. Georg, bitte sagen Sie meiner Frau, es ist jetzt Zeit für uns. Sie wollen doch. Bitte schön. Du sag mal, wo schickst du denn eigentlich den Georg hin? Na, soll Margot sagen, wir wollen jetzt nach Hause gehen. Margot? Und die ist doch oben bei deiner Frau? Ja, die ist überhaupt nicht zu Hause. Wo ist sie denn? Sie hat mir gesagt, sie geht zu deiner Frau. Deine Frau zu meiner Frau? Hm. So? Dann muss ich das verwechselt haben. So fängt's gewöhnlich an. Du bist ein bisschen überarbeitet, lieber Freund. Nein, nein, ich liebe nur keine Unklarheiten. Herr Doktor, ich habe in der Wohnung angerufen. Die gnädige Frau ist gar nicht zu Hause. Wieso haben Sie in meiner Wohnung angerufen? Um der gnädigen Frau zu sagen, es ist Zeit für uns. Aber Georg, das ist doch sinnlos. Verzeihen, Herr Doktor, es ist nicht meine Aufgabe, über die eventuelle Sinnlosigkeit der mir erteilten Aufträge nachzudenken. Ich habe lediglich... Schon gut, Georg. Aber meine Frau muss ja gedacht haben, Sie sind nicht ganz bei Verstand. Verzeihen, Herr Doktor, die gnädige Frau konnte nichts derartiges denken. Sie war ja nicht zu Hause. Tja. Hm. Also bei mir zu Hause sind Sie auch nicht. Ah ja, dann sind Sie eben woanders. Na, das ist ja wohl logisch, ne? Ist nur die Frage, wo? Na, in der Oper oder beim Bridge. Also dein Georg ist ein ausgesprochener Idiot. Mensch, reg dich doch nicht auf. Na, ich bin vielleicht in diesen Dingen etwas altmodischer als du, aber ich liebe es jedenfalls zu wissen, wo meine Frau sich aufhält. Thank you.
Künstlerzimmer? Drüben auf der anderen Seite, bitte. Stefan freut sich sehr, heute Abend mit Ihnen zusammen zu sein. Ach, das ist ja süß von ihm. Ich könnte mir vorstellen, dass sich heute alle Welt um ihn reißt. Nach diesem Riesenerfolg. Haben Sie den Applaus gehört? Die Leute haben sich wie toll gebärdet. Ich wusste ja, dass er mir keinen Korb geben würde. Ja. Dir, Schäfchen, du. Wieso? Es könnte doch sein, dass Stefan nach einem solchen Abend etwas Wichtigeres vorhat, nicht? Ach, alles andere abgesagt. Stefan! Stefan! Margot, geartet. Das ist aber eine Überraschung, was? Ach, das erste Wiedersehen nach 3 Jahren. Oh, Stefan, ich bin ganz gerührt. Du hast dich aber gar nicht verändert. Höchstens zu deinem Vorteil. Ja, es sieht aus, als wäre ich gerade abgereist. Oh, Stefan, es war einfach himmlisch. Der schönste Abend in der ganzen Saison. Dass du gerade heute für uns Zeit hast. Für euch habe ich doch immer Zeit. Wollen wir gehen? Ja, ja, bitte. Aber du musst uns alles erzählen. Stefan, hörst du alles? Ja, wo du warst, was du alles erlebt hast. Ja, furchtbar gerne, aber drüben in der Bar. Wir wollen doch unser Wiedersehen feiern. Ja, in der Feiern, süß. Brigitte, Sie sind also doch gekommen. Das ist ja wunderbar. Ja, ich wollte Ihnen zu Ihrem großen Erfolg gratulieren. Danke, danke, wir wollen ihn eben begießen. Ja. Darf ich vorstellen, Fräulein Brigitte Arendt, eine alte Bekannte von mir. Ach, wie nett. Sagen Sie ruhig Beate zu mir. Ja, ich heiße Margot. Und wir kennen Stefan nämlich schon schrecklich lange. Aber ich freue mich so auf unsere kleine Feier. Sie gehen doch mit, ja? Natürlich kommen Sie mit. Na, wenn das keine Katastrophe wird. Wieso? Ich sehe schwarz. Dass du gerade die Jana-Bar gewählt hast. Wir haben ja nämlich so süße Stunden verlebt, nicht du? Ja, das war sehr. Das ist überhaupt ein gemütliches Lokal. Von der Sorte gibt es ja mehrere, nicht wahr, Stefan? Doch, doch. Aber das wechselt viel. Die einen machen mal zu, die anderen werden neu eröffnet. Ja, es ist überhaupt ein blühendes Gewerbe. Und hier an diesem Tisch, da haben wir uns heilig versprochen, nie zu heiraten, du weißt du noch. Was, das habt ihr euch auch versprochen, auch Stefan? Ja, habe ich das? Ja. Jedenfalls bin ich der Einzige, der sein Wort gehalten hat. Ich habe ja so lange gewartet. Ja, und ich erst. Und als er dann nicht wiederkam, hat er das Warten auch keinen Zweck mehr. Also ich finde, ein Mann wie Stefan dürfte nie heiraten. Nicht wahr, Brigitte? Ich weiß nicht, dazu kenne ich Herrn Roland zu wenig. Was denn? Ich meine, ihr seid alte Bekannte, Stefan. Ja, sind wir auch. Das heißt, wir sind auf dem besten Wege dazu. Na, dann stehen Ihnen ja noch allerhand Überraschungen bevor. Ja, wieso? Margot, ich glaube, wir müssen Sie aufklären. Stefan, so, wollen wir etwas anderes trinken? Das ist eine sehr gute Idee. Was nehmen wir denn? Also, wenn Sie mir über Herrn Roland etwas erzählen wollen, dazu ist jetzt die beste Gelegenheit. Ist sie nicht entzückend? Ach, Brigitte, wir wollen doch gut zueinander sagen. Ja, Prost, Brigitte! Also jetzt hören wir zu, mein Kleines. Unser lieber aber Stefan. Stefan. Oh, Herr Pinter, aber gerne. Der Pinter, das ist mal eine ganz ja, ja, später, Geschichte. später. Vergiss es aber nicht. Zuerst will ich jetzt Brigitte erzählen, was uns für ein schwerer Pinter ist. Oh, das ist ja mein Lieblingstango. Darf ich um diesen Tanz bitten? Ach, gerne, kommen Sie schnell. Wollen wir nicht auch tanzen? Herr Peter Schmidt ist wohl ein sehr guter Freund von Ihnen, nicht? Ja, wirklich, er ist ein Prachtkerl. Wunderbar, wie er sich angestrengt hat, Sie aus Ihrer komischen Lage zu befreien. Das ist auch nur ein Scherz. Nein, nein. Ich kann mir schon vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist. Zwischen 3 Frauen sich durchzujonglieren. Keiner will man wehtun, keiner will man's verderben. Da büßt man alle seine Sünden ab, nicht wahr? Brigitte, steht in mir leid, dass Sie einen falschen Eindruck von mir bekämen. Glauben Sie mir, ich habe mich so gefreut, heute mit Ihnen zusammen zu sein. Wann kann ich Sie morgen sehen? Ich glaube, es ist besser, wir sehen uns nicht mehr. Aber wieso denn? Wie spät ist es denn? Och, um Gottes Willen, du, es ist die höchste Zeit für uns. Was denn, ihr wollt schon gehen? Ja, wir haben doch nicht so lange Urlaub. Ja. Du, das ändert sich alles, wenn man verheiratet ist, Stefan. Um Gott, da hätte ich bald die Hauptsache vergessen. Ich gebe ja morgen Abend eine Gesellschaft dir zu Ehren, Stefan. Ist dir doch recht? Du kommst doch mit Brigitte, nicht? Du, ich bin dir ewig böse, wenn du sie nicht mitbringst, Stefan. Wir haben es aber heute Abend nicht gesehen. Aber das ist doch selbstverständlich. Ach, Hans Otto, du bist noch auf? Na, endlich, Margot. Darf ich vielleicht erfahren, wo du warst? Ja, ich habe dir doch gesagt, ich war mit Beate zusammen. Ich habe dich nicht gefragt, mit wem du warst oder wo du warst. Beim Britsch natürlich. So. Na, ich stelle fest, es war das erste Mal, dass du ohne mich ausgegangen bist. Gegen ist an sich nichts einzuwenden. Aber in Zukunft möchte ich doch gerne vorher wissen, wo du dich aufhältst. Ja, gerne, Hans-Otto. Bitte. Der Direktor lässt sich entschuldigen, er hat sich bereits zur Ruhe begeben, da er morgen einen anstrengenden Tag hat. Ausgerechnet morgen, wo wir Gesellschaft haben? Schon wieder? Bitte? Ich meine, ich sage das nur im Interesse des Herrn Direktors, für dessen Gesundheit ich mich irgendwie verantwortlich fühle. Denn auf die Last der vielen Gesellschaften will ich... Schon gut. Ja. Gute Nacht, Georg. Gute Nacht, gute Nacht. Gleich gesagt. Ja? Fräulein Arndt.
an, damit Sie Bescheid wissen. Morgen früh ziehen Sie aus. Herr Klemm hat gemietet. Frau Lehmann, Sie können mich doch nicht einfach auf... Ach, Sie werden ja sehen, was ich kann. Hier haben Sie einen dämlichen Hut wieder. Frau Gräfin haben die zu mir gesagt. Das Kleid ist vollkommen langweilig. Ich verstehe Frau Lindemann nicht. Ich habe ihr ausdrücklich gesagt, sie soll sich die größte Mühe geben. Vielleicht kann man etwas ändern. Ändern? Was wollen Sie denn daran ändern? Das Kleid ist vermurkst, vollkommen vermurkst. Und heute Abend brauche ich es. Was wollen Sie denn, Sophie? Ich bringe das Frühstück, gnädige Frau. Wer hat Ihnen denn das gesagt? Ich habe gedacht, ach, hören Sie bloß auf zu denken. Tragen Sie das hinunter und sagen Sie dem Herrn Direktor, er möge warten, ich komme gleich. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, Herr Direktor. Wenn Sie die Türe nicht schließen, dann ist es zwecklos, dass ich den Flügel stimme. So ein Instrument verträgt keine Zugluft. Das tut mir leid. Die gnädige Frau hat gesagt, die Fenster müssen geputzt werden, also werden sie geputzt. Und wenn sich der Flügel verbiegt... Ja. Warum frühstücke ich heute hier in der Halle? Der einzige Raum im ganzen Haus, der noch einigermaßen in Ordnung ist. Im Frühstückszimmer wird gewohnt, im Speisezimmer wird der neue Kronleuchter installiert, im Herrenzimmer stehen die Möbel noch übereinander und alles auf Anordnung der gnädigen Frau mit Hinblick auf den heutigen Abend. Was ist denn heute Abend los? Wir haben eine kleine Gesellschaft, ungefähr 50 Personen. Ach, schon wieder. Das habe ich mir auch zu sagen erlaubt, daraufhin hat mir die gnädige Frau geantwortet, ich hätte lediglich... Ja, es ist schon... Naja, es ist schon gut, aber für die Gäste... Was machen Sie denn jetzt? Ich muss nur den Kaffee warm stellen. Die gnädige Frau hat gesagt, Sie müssen auf Sie warten. Einen Augenblick, Herr Direktor. Was wird denn das nun? Heinrich, fahren Sie einen Wagen vor. Ich will ins Büro. Heinrich, bleiben Sie bei der Arbeit. Auf Heinrich, da musst du verzichten. Den brauche ich dringend. Der muss die Aushilfsköchin abholen. Ja, und wie soll ich denn ins Büro kommen? Mal eine Taxe nehmen oder fährt mit der Straßenbahn, ist ja auch kein Unglück. Nun gehen Sie schon damit weg. Guten Morgen, Karl. Morgen. Ja, ich wollte mit dir frühstücken. Es wäre lieb von dir, wenn du mir diese Sachen aus der Stadt besorgen würdest für heute Abend. Ach, ich habe heute einen furchtbar schweren Tag. Einmal verlange ich eine Gefälligkeit von dir und schon lässt du mich im Stich. Ich weiß nicht, was heute Abend werden soll. Wenn wir Herrn Roland auch nur halbwegs einen Empfang bereiten wollen, wie es sich für einen Künstler seines Ranges geziemt, so müssen... Sag mal, wann ist denn dieser Roland wieder aufgetaucht? Aufgetaucht? Du sprichst ja von ihm wie von einem gesuchten Schwerverbrecher. Ich fahre ja nur, weil er so lange weg war. Er ist seit gestern wieder hier und ich betrachte es direkt als Auszeichnung für uns, dass er unsere Einladung als Erster angenommen hat. Ich finde das eine Selbstverständlichkeit. Ihr wart doch früher mal sehr befreundet. Ist es dir vielleicht nicht recht, dass ich Herrn Roland eingeladen habe? Nein, weil diese vielen großen Gesellschaften, ich wollte dich nur an das erinnern, was wir früher besprochen haben. Wir wollten uns doch ein bisschen einschränken. Herr Direktor, Herr Dr. Reuter ist am Telefon. Also ich verstehe dich nicht, Karl. Weiß Gott ein, wo es überhaupt nur geht. Ist dir nicht aufgefallen, dass keine Blumen mehr auf dem Tisch stehen? Und seit du dich beklagt hast, dass du nachts nicht schlafen kannst, gibt es auch abends keine Mokka mehr. Du ahnst ja nicht, was diese Kleinigkeiten ausmachen. Ja, dafür geben wir jede Woche zwei große Gesellschaften. Neujahr. Hans Otto? Hör mal zu, Karl, ich bin bereits in deinem Büro. Ich habe mich inzwischen noch mal erkundigt. Die Sache scheint tatsächlich zu stimmen. Der Generaldirektor Boller befindet sich auf einer Inspektionsreise. Lass mal das Ding ab! Nein, nicht gut. Naja, also, damit ist ja noch lange nicht gesagt, dass er auch hierher kommt. Na, ich an deiner Stelle würde jedenfalls damit rechnen. Ich meine, unseiner denkt doch logisch, ne? Wenn der eine Generalinspektion aller Filialen durchführt, warum sollen der ausgerechnet deine auslassen? Eine Inspektion gerade jetzt, das wäre geradezu katastrophal. Ja, warte bitte auf mich, ich komme gleich ins Büro, ja? Wiedersehen. Schokartchen. Hier sind die Sachen, die du mir besorgen sollst. Wenn ich etwas vergessen habe, dann ruf ich noch an. Aber liebes Kind, ich habe heute wirklich andere Sachen im Kopf, als für dich Besorgungen zu machen. Es kann möglich sein, dass der Boller tatsächlich morgen schon hier ist. Wer ist denn Boller? Ach, das ist auch bezeichnend, dass du nicht weißt, wer Boller ist. Das ist mein Generaldirektor. Na, also schön, da werden wir morgen Abend eine kleine Gesellschaft geben. Der kommt nicht wegen einer Gesellschaft hier, sondern wegen einer Inspektion. Wer kommt doch erst morgen? Beate! Bitte, du schrei mich nicht so an, sonst werde ich auch noch nervös. Also, wenn es hier kein Frühstück gibt, dann gehe ich eben ohne. Kommt ja schon. Sophie, wo bleiben Sie denn? Schau mir das an. Aber, das ist doch kein Grund zur Aufregung. Sophie, haben Sie denn keine Augen im Kopf? Ich bin ausgerutscht. Und Georg, das Gute neben vom Burger. Eine Katastrophe, aber ich kann doch nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn das Personal ausrutscht. Doch, das müssen Sie sehen. Gesehen habe ich. Also, ich gehe. Und ich gehe auch. Aber
Karl, du kannst mich doch jetzt nicht allein lassen. Aber Kind, ich muss doch ins Büro. Sophie, wo laufen Sie denn hin? Zu meiner Schwester. Sie hat gleich gesagt, in dem Haus machst du dir bloß deine Nerven kaputt. Denn das Einzige, was der Mensch hat, ist ja schließlich seine Gesundheit. Herr Gerät. Ja, weiß es nicht. Weißt du was? Sie haben noch nicht gefrühstückt. Danke, Georg. Georg, gehen Sie hinunter und rufen Sie Sophie zurück. Ich werde mein Möglichstes tun, aber ich habe wenig Hoffnung. Dann müssen Sie sofort ein neues Mädchen besorgen. Sofort. Das dürfte wohl auf einige Schwierigkeiten stoßen. Warum? Ich erinnere an das Engagement von Sophie. Ach, Sophie. Es hat circa 3 Wochen gedauert und war mit unzähligen Besuchen von Arbeitsämtern, Annoncenbüros und Stellungsvermittlungen verknüpft. Aber vielleicht können gnädige Frau mir sagen, wie man das schneller macht. Machen Sie, was Sie wollen, aber heute Abend muss ein neues Mädchen im Haus sein. Eine armselige Einmalige. Mir ist ja tatsächlich in meiner langjährigen Praxis schon mancherlei vorgekommen, aber was mir in diesem Hause passiert ist, geht mir doch langsam über die Hutschnur. Da haben Sie recht, Herr Georg. Ein glattes Irrenhaus ist das. Ja, habe ich auch schon manches erlebt, aber diese Nervosität. Ein Saustall ist das. Ruhe bitte. Hier braucht niemand das zu sagen, was ich denke. Sie gehen also? Ja, ich gehe. Und das sage ich Ihnen gleich. Will ich gar nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben. Will ich gar nicht wissen. Keine Ruhe bitte, ja? Ruhe bitte! Ich habe den Wagen vorgefahren. Kein Hut. Wenn die gnädige Frau nach mir fragen sollte, ich hole die Aushilfsköchin. Verzeihung, wohnt Fräulein Brigitte Arendt bei Ihnen? Nee, nicht mehr. Wieso? Hat sie hier gewohnt? Ja, 2 Jahre. Das hat mir gereicht. Wollen Sie was von ihr? Ja, ich müsste Sie dringend sprechen. Könnten Sie mir sagen, wo ich Sie erreichen kann? Nee, das kann ich Ihnen nur leider nicht sagen. Aber sie kommt doch hier wieder vorbei. Na, ich hoffe schwer. Die muss ich ja ihre Sachen noch abholen. Ach, würden Sie ihr sagen, dass ich hier war? Ich wäre ihr sehr dankbar, wenn sie mich anrufen würde. Ja, das kann ich machen. Dankeschön. Ach, der Georg! Ja. Das hätte ich mir ja nicht träumen lassen, dass Sie mal persönlich zu mir kommen. Was bringen Sie mir denn? Was soll ich denn bringen? Ich bringe nichts, ich will Sie abholen, Sie müssen mal aushelfen. Aber das hätten Sie mir doch einen Tag eher sagen müssen. Machen Sie bloß kein Theater, Sie sind doch froh, wenn Sie sich mal ganz voll schlagen können. Herr Georg, Sie sind einer. Spaß über Spaß. Und immer was Neues. Kommen Sie, trinken Sie eine Tasse Kaffee. Aber eins sage ich Ihnen, ohne Taxi ist nicht. Ich mit meinem Rheuma in die elektrische, nö, dann bin ich ja den ganzen Tag erledigt. Und hören Sie auf mit dem Gequatsche, Frau Lehmann. Ich weiß, Sie sind in der Taxi auf die Welt gekommen. Mhm. Der Wagen steht unten. Also sind wir hier in Ordnung. Das ist Herr Klemm, mein Zimmerherr, ein sehr sympathischer Mensch. Das ist Herr Georg, Diener bei Herrn Direktor Furbach. Sie sind Diener. Der Titel tut gar nichts zur Sache, Frau Lehmann. Tut gar nichts zur Sache. Sehr verbunden, allerseits. Frau Lehmann hat mir ein Pröbchen ihrer Kochkunst serviert. Na, schmeckt's? Vortrefflich. Hier, der ist auch nicht von schlechten Eltern. Von links, wollen wir von links servieren. Aber, Herr Georg, wir sind doch unter uns. Darunter braucht die Kultur nicht zu leiden. So unter uns könnte er gar nicht sein. Von links servieren, von rechts wegnehmen. Sehen Sie, Herr Klemm, streng, aber gerecht. So ist er immer, unser Herr Georg. Aber halten Sie keine Volksrede, wir müssen los. Ja, aber umziehen muss ich mich erst. Sehen Sie sich um. Sie sind Diener? Ja, ja, Diener, Diener schon. Ich meine, nur nicht so, wie Sie sich das wahrscheinlich vorstellen. Ich serviere keinen Kaffee, ich sauge nicht Staub. Ich bin sozusagen die rechte Hand des ganzen Hauses. Ich bin die Frau oder auch mein Herr. Wer Sorgen hat, der kommt zu mir. Und ich muss dann damit fertig werden. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Ja, ja, aber... Da gibt's gar kein Aber. Das ist alles festgebildet. Bitte? Ja, ja. Teerose. Gelb ist keine Farbe für mich, schlägt mein Haar tot. Kleid Azur. Viel zu nackt. Kleid Königin der Nacht. Das ist ganz hübsch. Kleid Orchidee. Sehr nett, aber das ist nichts Neues. Kleid Burgund. Ist auch nichts. Ist alles Ihre Figur, meine Frau. Ja, das ist ja auch alles ganz hübsch, aber es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Tut mir sehr leid, meine Frau. Das ist alles, was ich Ihnen vorführen kann. Was sind denn das hier für Entwürfe? Warum? Gefallen Sie, ne? Wir sind ja hinreißend. Schauen Sie sich mal diesen Schwung an. Na, das ist schick. Ja, das sind Wiener Modelle. Also dieses Kleid zum Beispiel, das ist ja entzückend. Das ist mein Kleid, Frau Lindemann. Tun Sie mir den Gefallen. Fertigen Sie es mir für heute Abend noch an. Für heute Abend, meine Frau? Ich bitte Sie drum, tun Sie mir den Gefallen. Also, weil Sie es sind, meine Frau. Ja, ich will es versuchen, aber ich kann
kann es natürlich nicht garantieren. Wissen Sie, und für den Fall, dass es Ihnen diese Ausführung nicht zusagen sollte, werde ich Ihnen noch eine Auswahl von den anderen mitschicken, ja? Wo kann ich hier telefonieren? Hier, nee, Frau. An sich ist die Sache ja in Ordnung. Nur deine übertrieben hohen Repräsentationskosten, die stehen doch in gar keinem Verhältnis zu den Einkünften der Firma. Dein Generaldirektor muss schon ein sehr menschenfreundlicher Herr sein, wenn er das alles durchgehen lässt. Ja, menschenfreundlich. Der ist das strikte Gegenteil. Tja, ja, dann habe ich das dumpfe Gefühl, dass er dir auch übel nehmen wird, dass du dir dein Gehalt ab ein halbes Jahr im Voraus entnommen hast. Mhm, den Eindruck habe ich allerdings auch. Ja, offen gestanden, Karl, ich verstehe dich auch nicht. Der Aufwand, den ihr treibt, geht doch weit über deine Verhältnisse. Es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Ob da deine Frau nicht ein bisschen dran schuld ist? Nein, 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 auch nein, nein. Ich habe das schon mit Beate besprochen. Na, die ist ja darin sehr vernünftig. Ja. Wir werden uns jetzt hier einschränken. Na, hoffentlich gibt sich dein Herr Poller damit zufrieden. Bitte? Ich bin hier bei Frau Lindemann. Schicke doch bitte einen Akkontoscheck, ja? Kaufst du denn schon wieder? Oh, Karlchen, nur eine Kleinigkeit. Da sage ich dir, das ist das letzte Mal. Aber Karlchen, du kannst mich doch nicht nackt rumlaufen lassen, nicht? Ach. Ich soll übrigens nicht vergessen, euch einzuladen. Ich habe heute Abend Gäste. Fräulein Arendt, sind Sie aber eingeregelt? Frau Lehmann ist allerdings nicht zu Hause. Das macht nichts, ich will nur meinen Regenmantel holen. Das wird seine Schwierigkeiten haben. Warum? Frau Lehmann hat nämlich ihre Sachen in ihr Zimmer genommen, unter Pfandverschluss. Also so eine Rücksichtslosigkeit, dazu hat sie gar kein Recht. Dasselbe habe ich ihr auch gesagt. Sie hat sich aber jeder menschlichen Regel verschlossen. Und ihre Zimmer dir dito. Was soll ich denn jetzt machen? Wenn Sie zunächst bei mir eintreten wollten, bitte. Und wäre es nur, um den Regen abzuwarten? Ist ja nicht nur der Regen. Wissen Sie, wo Frau Lehmann hingegangen ist? Sie ist abgeholt worden. In einem luxuriösen Cabriolet. Sie soll aushelfen. In der Villa eines Herrn Direktor Vorbach. Oh, dann gehe ich dahin. Sie muss mir meinen Mantel geben. Wissen Sie, wo das ist? Das dürften Sie in jedem Telefonbuch finden. Es muss ein sehr feines Haus sein. Ich habe mich längere Zeit mit dem Diener unterhalten. Ein hochgebildeter Mensch, der Herr Georg. Es ist wohl etwas schwierig mit Ihrem Beruf. Naja, Modezeichnerin ist ja sehr interessant. Frau Wasserielles ist es nicht. Ach nein, nein, das wäre schon alles in Ordnung. Es ist eben nur momentan so eine schlimme, stille Zeit. Naja, ich wüsste vielleicht was. Ja? Ich weiß aber nicht, ob ich es Ihnen sagen soll. Was ist es denn? Die sind im Druck. Die suchen ein Hausmädchen. Denen kommt es auf ein paar Mark bestimmt nicht an. Ja, warum wollen Sie denn das nicht sagen? Ja, ich weiß ja auch nicht, ob Sie es nicht vielleicht falsch auffassen. Was soll ich denn da falsch auffassen? Dann wäre ich eben Hausmädchen. Wir sind schon dabei. Dann weiß ich auch nicht, ob es Frau Lehmann recht sein wird. Und was soll denn Frau Lehmann dagegen haben? So kommt sie doch am schnellsten zu ihrem Geld. Wenn Sie meinen? Ja, das meine ich. Ich danke Ihnen, schöner Klemm. Wollen Sie nicht den Regen abwarten? Nein, ich will nicht zu spät kommen. Dann nehmen Sie wenigstens meinen Schirm. Bitte. Gnädige Frau, die Ausweise haben wir mal zum Salon Lindemann ist gekommen. Ja, bringen Sie sie noch ins Ankleidezimmer, Georg. Hallo, eigentlich. Da oben, schnell. Was treiben Sie denn da mit dem Flügel? Ich hebe ihn in den Wintergarten. Er wird ja doch nicht gebraucht. Wie kommen Sie denn darauf? Bei den Gesellschaften, wo ich bis jetzt aushelfen war, ist immer nach dem Grammophon getanzt worden. Was fällt Ihnen ein? Sofort zurück in den Salon. Unser Ehrengast ist ein berühmter Pianist. Sowas muss einem doch gesagt werden. Jetzt kommst du. An so einem Tag hättest du ruhig zu Hause bleiben können. Aber ich habe da auch noch eine Nebenbeschäftigung. Ich bin überzeugt, wenn du mit Georg ein paar passende Worte gesprochen hättest, wäre das neue Hausmädchen schon längst da. Jetzt wird es eine Katastrophe. Verzeihung, ich wollte... Ganz zwecklos. Wir sind schon hier. Auf drei Zeitungen. Nein, nein, nein. Was ist denn los? Wird denn hier das ganze Haus auf den Kopf gestellt? Bringen Sie sich nicht auf. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Was wollen Sie denn noch? Ich habe Ihnen doch schon mal gesagt, dass es zwecklos ist. Sie suchen doch ein Hausmädchen. Ist die Stelle noch frei? Herein mit Ihnen. Sie schickt der Himmel. Mich schickt Herr Klemm. Komm, 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 komm. Das Klemm? Ja. Klemm? Klemm kenne ich gar nicht. Aber Sie haben doch heute lange mit ihm gesprochen. Oder sind Sie nicht der Georg? Fürs Personal bin ich im Allgemeinen der Herr Georg. Ach, das habe ich nicht. Aber lassen Sie es ruhig bei dieser kleinen Vertraulichkeit. Verzeihen Sie, Herr Georg. Darf ich bitten, bitte. Wie heißen Sie? Brigitte Arendt. Brigitte?
ist ein schöner Name. Brigitte, das ist blond und das ist blauäugig. Brigitte, das ist ihrer würdig. Meine erste Tochter soll Brigitte heißen. Sie haben eine Tochter? Nein, noch nicht. Ich bin... Ja, bitte. Darf ich bekannt machen, Fräulein Ahn, was ist denn sowas drin? Bis hierher rennen Sie mir nach? Den Weg hätten Sie sparen können. Ihre Sachen behalte ich, bis Sie bezahlt haben. Na, geht in Ordnung, Frau Lehmann. Na, also denn, verschwinden Sie. Oh Gott, wir hätten Sie doch gar nicht reinlassen brauchen, Herr Lehmann. Ruhe bitte, Frau Lehmann. Ihre geschäftlichen Differenzen interessieren mich gar nicht. Das Fordern ist bei uns als Hausmädchen angestellt. Fertig, nicht wahr? Jetzt geht mir die Luft aus. Gott sei Dank, wohl die höchste Zeit lang genug hat's gedauert. Sind Sie perfekt? Nein, eigentlich bin ich zum ersten Mal. Die und perfekt? Dann wird sie eben, Ruhe bitte. Perfekt unter meiner Leitung. Herr Georg, ich warne Sie. Die bringt Sie in die größte Bredouille. Lassen Sie sich doch bloß nicht einwickeln von der... Ruhe bitte, Frau Lehmann. Sie brauchen sich von Frau Lehmann nichts gefallen lassen. Frau Lehmann ist Aushilfe. Ah. Und Sie gehören zum Haus. Wollen Sie sich jetzt bitte umziehen? Nein. Donnerwetter, ist denn niemand hier, der öffnet? Oh. Na, nun, Katja, ja. Wir sind doch nicht etwa zum Brühl gekommen? Nein, aber hier im Haus geht alles drunter und drüber. Beate ist noch beim Umziehen. Ich werde mal zu ihr hinaufgehen. Vielleicht kann ich ihr etwas helfen. Furchtbar nett von dir. Komm mal. Na, danke, danke, bemühe dich nicht. Wieso bist denn du noch nicht umgezogen? Ach, ich bin noch gar nicht dazugekommen. Ich sage, es ist ein schrecklicher Tag heute. Na, hast du das nötig gehabt? Ich will ja nicht kritisieren, aber ich an deiner Stelle hätte diesen Roland nicht eingeladen. Wie kommst du denn darauf? Na, ich bin ein Gegner der Männer vom Schlage Rolands. Warum? Weil ich ihn kenne. Alle unsere Vorzüge als Männer mit solidem Beruf und vor allen Dingen als Ehemänner werden von solchen Existenzen wie diesem Klavierspieler in den Schatten gestellt. Also, mein lieber Hans Otto, muss dir sagen, in diesen Dingen leidest du wirklich an Verfolgungswahn. Nein. Es gibt Männer, deren Beruf es ist, Frauen in einen Zustand von, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll, von Schwärmerei zu versetzen, sie gewissermaßen zu verzaubern. Und dieser Klavierspieler gehört dazu. Aber ich bitte dich, das ist doch ganz harmlos. Naja, Gott, was du so harmlos nennst. Was würdest du zum Beispiel sagen, wenn deine Frau eines Tages... Entschuldige, Beate kennt den Roland von früher her. Ja? Ja. Meine Frau auch. Na, siehst du, so eine harmlose Jugendschwärmerei. Herr Direktor, Verzeihung, ich möchte Ihnen nur das neue Hausmädchen vorstellen. Ach, also doch noch eine gefunden, das ist ja großartig. Kommen Sie, Fräulein, ich will Sie gleich meiner Frau vorstellen. Kleid auszusetzen hat, das ist doch sehr süß. Heute Morgen auf der Zeichnung sah es fabelhaft aus. Die Lene hat diesmal vollkommen versagt, aber ich tu mir einen Gefallen. Geh ihm an und hol mir ein Armband und spitzen drüber ganz schnell. Wo liegt denn? Nimm mal auf den Tisch. Ja. Beate, ich bin's. Ich bringe dir das neue Hausmädchen. Großartig, sie kann mir sofort helfen. Na, dann hat es doch noch geklappt. Die ganze Aufregung war umsonst. Bitte kommen Sie doch mal hier. Sehen Sie mal nach, da muss irgendwas am Saum in Unordnung sein. Hier ist dein Armband. Ja, danke. Brigitte? Ja, wo kommst du denn her? Ja, wo kommen Sie denn her? Was denn, du kennst sie schon? Ja, ja. Woher denn? Ach, wir waren doch zusammen auf der Stellenvermittlung. Ach, natürlich. Entschuldigt, Kinder, ich muss mich umziehen. Ja, Gäste ja. Gäste kommen gleich. Katja. Um Gottes Willen, Brigitte, wie kommen Sie denn hierher? Ich bin auch ganz überrascht. Hätte ich eine Ahnung gehabt, dass das hier Ihr Haus ist, dann wäre ich bestimmt nicht gekommen. Ja, was soll denn diese Aufmachung? Ja, ich habe eine Stellung angenommen. Das Hausmädchen? Ja. Ja, sind Sie denn das immer gewesen? Nein. Aber ich dachte mir, warum soll ich das nicht auch mal versuchen? Ist doch keine Schande. Nein, eine Schande ist es nicht, aber es ist eine sehr merkwürdige Erklärung, findest du nicht? Ja. Was haben Sie denn hier vor? Was soll ich denn vorhaben? Sie werden einsehen, Sie können hier nicht länger bleiben. Sie müssen gehen, bevor die Gäste kommen. Sie müssen schnellstens das Haus verlassen. Gut, bitte. Vielleicht gehen Sie durch den Hinterausgang, ja? Ja, ich gehe durch den Hinterausgang. Wohin wollen Sie durch den Hinterausgang gehen? Hat man Sie etwa auch entlassen? Nein, ich gehe von selbst. Aber was ist denn passiert? Ach, nichts. Aber dann muss doch etwas passieren. Darum bin ich doch nicht den ganzen Tag herumgelaufen. Was gefällt denn der gnädigen Frau an Ihnen nun wieder nicht? Ja, gefällt der gnädigen Frau Ihre Nase nicht? Aber was ist denn an so einem lieben Geschöpf überhaupt auszusetzen? Schon wieder eine entlassen? Schon wieder eine. Was? Schon die zweite. Schon die zweite. Hat ja Ruhe. Geht dir niemand etwas an? Das ist ja allerhand. Wirklich allerhand. Da ist mir unseres Lebens nicht mehr sicher. Ich gehe ja gern. Das hat die Sophie auch gesagt und dabei hat sie geheult. Ja, Sie bleiben. Dafür bürge ich mit meiner ganzen Persönlichkeit. Hoffentlich langt das. Bitte? Wer geht oder bleibt, das bestimmt in diesem Haus immer noch ich. Was ist denn hier eigentlich los? Will dir niemand die Tür öffnen? Herr Direktor, es handelt sich hier um prinzipielle Dinge. Wir betrachten die Entlassung unserer Brigitte als einen folgenschweren Irrtum
der jetzt noch aus der Welt zu schaffen wäre. Jörg, reden Sie keinen Unsinn. Machen Sie die Tür auf. Sehr wohl. Ja, das ist ja eine glatte Revolution hier. Und Sie gehen, Brigitte. Dann allerdings muss ich Ihnen sagen, Herr Direktor, ist dies mein letzter Gang. Und jetzt ist aber Schluss. Wird niemand entlassen. Jörg, machen Sie die Tür auf. Verzeihung, Herr Direktor, dafür ist Oskar vorgesehen. Aber das ist doch Wurscht. Verzeihung, Herr Doktor, Sie können prinzipielle Dinge nicht mit Wurscht erledigen. Sie machen mich wahnsinnig. Das ist nicht meine Absicht. Es würde Ordnung halten. Oskar, Tür öffnen. Brigitte beim Abbringen helfen. Der Rest auf die Plätze. Wollen Sie mal grazieren, Doktor? Vielleicht stimmt es nicht mit der Einladung. Na, wieso? Ist heute nicht Donnerstag? Donnerstag, Kind, nach mir. Ich auch. Oh, du siehst, sie bleibt, obwohl sie gesagt hat, sie geht. Jetzt weiß ich auch, was sie vorhat. Was denn? Oh, sie ist eifersüchtig auf mich. Auf dich? Warum gerade auf dich? Na, auf dich natürlich auch. Sie weiß, dass Stefan kommt und will uns beiden einen Streich spielen. Glaubst du? Du wirst sehen, sie wird hier allen erzählen, dass wir gestern Abend in der Bar waren. Danke. Brigitte! Ja, Herr Holland? Was machen Sie denn hier? Na, aber ich helfe den Gästen beim Ablegen, wie Sie sehen. Was denn? Ja, ich bin hier Hausmädchen. Aber das ist doch nicht wahr. Bitte, ich bin im Dienst. Ich darf mich mit den Gästen nicht unterhalten. Oh, Herr Holland, wie freue ich mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Meister, ich bin so glücklich, Sie endlich kennenzulernen. Wie haben Sie heute spielen? Wir waren gestern in Ihrem Konzert. Es war wunderbar. Ich habe viel zu kurz. Was werden Sie spielen? Bitte Ihre spanische Serenade. Aber meine Damen, das überlassen wir am besten Herrn Holland selbst, nicht wahr? Gnädige Frau, ich danke Ihnen herzlich für Ihre freundliche Einladung. Herr Roland, Sie haben sich überhaupt nicht verändert, seit wir uns zum letzten Mal gesehen haben. Wann war das eigentlich? Immerhin vor 3 Jahren. Oh Gott, Gott, wie die Zeit vergeht. Herr Roland, können Sie sich denn meiner überhaupt noch erinnern? Aber selbstverständlich, gnädige Frau. Es kommt mir so vor, als hätten wir uns gestern verabschiedet. Bist du jetzt zufrieden? Ich traue dem Frieden noch nicht. Sie glauben nicht, wie gespannt wir auf diese erste Begegnung waren, nach so langer Zeit. Sie sind ja inzwischen so berühmt geworden. Brigitte! Hätte doch... Herr Roland! Wollen wir nicht ins Musikzimmer gehen, bitte, ja? Siehst du, die Sache fängt an, sich zu entwickeln. Sie suchen schon die Einsamkeit. Ach, Hans Otto, nachgerade findest du aber auch an allem was. Nicht da, wo nichts ist. Was ist denn los? Warum bleiben Sie denn nicht oben? Ich glaube, Herr Georg, es ist doch besser, wenn ich gehe. Höchste Zeit. Aber warum denn? Na, ich habe hier jemanden getroffen, den ich nie mehr wiedersehen wollte. Damit meinen Sie mich? Aber seien Sie doch ruhig. Wen denn? Ich bin hier nicht gern gesehen. So was von Zartgefühl war noch nicht da. Jetzt genug, Frau Lehmann, seien Sie ruhig. Merken Sie nicht, dass wir Ihnen nur ganz widerwillig zuhören. Aber hören Sie mal, sowas dürfte Sie doch gar nicht an sich herantreten lassen. Die wechselnden Launen der Herrschaft müssen doch an uns abprallen. Seien Sie doch froh, dass Sie eine Stellung haben. Sowas gibt man doch nicht so ohne weiteres wieder aus der Hand. Was man hat, das hat. Kommen Sie, trinken Sie mal einen Schluck, ja? Nein, nein, trinken darf ich auf keinen Fall. Widersprechen Sie nicht. Die Stärkung wird Ihnen sehr gut tun. So einen Arm stellen ungeheure Anforderungen ans gesamte Personal. Na, kommen Sie, trinken Sie mal. Nein, nur trinken Sie mal, na? Na also, na sehen Sie, na nun, na also, na sehen Sie. Na noch, sehen Sie. Sehr gefährlich für mich. Na, sehen Sie, sehen Sie. Na noch. Gut ist es ja schon. Na sehen Sie. Was sagt denn Brigitte dazu? Warum macht sie denn das? Na, sie ist deinetwegen hier, die ist ja ganz verrückt nach dir. Du wirst dir wohl Anlass dazu gegeben haben, was? Na, schau dir meine Frau an. Wie zärtlich sie zu ihm aussieht. Das finde ich gar nicht. Ja, du nicht, aber ich. Aber es ist doch kein Grund, sich als Hausmädchen zu vermieten. Du glaubst ja gar nicht, zu was eine Frau in ihrer Eifersucht alles fähig ist. Übrigens nicht nur meine Frau, deine auch. Sieh dir das an, wie sie auf ihn einreden. Ich sage euch, wir werden mit ihr noch die dollsten Überraschungen erleben. Herr Georg, Sie haben recht. Was man hat, das hat man. Und es soll man auch nicht aus der Hand geben. Auch wenn man drum kämpfen muss. Es freut mich, liebe Brigitte, wenn ich so sagen darf, liebe Brigitte, dass mein Einfluss sich bereits bei Ihnen geltend macht. Und warum soll gerade ich das Feld räumen? Ja, warum sollen gerade wir? Dieses Leben ist eines der schwersten. Und die gnädige Frau hat bereits eine Schlacht verloren. Wir haben uns großartig gehalten. Ja, das war erst der Anfang. Und er ist bekanntlich immer das Schwerste. Ja. Wird nicht zu viel, nicht? Nein, nicht. Das kann man vorher auch nicht so genau wissen. Ihr habt ja schon Augen wie Schnapsgläser. Ruhe! So was, hm? Nee, gehen Sie mal weg. Auch Herr Georg. So. Liebe Brigitte, Sie ahnen ja gar nicht, was in mir vorgeht. Etwas, was ich seit Jahren nicht mehr gekannt habe. Ich kenne mich selbst nicht mehr. Na, ich erkenne Sie auch nicht wieder. Und Frau Lehmann, jetzt bitte seien Sie ein einziges Mal für mich bitte. Nicht wahr? Kümmern Sie sich mal um Ihren Salat. Ist er nicht wunderbar? Ja. Wer? Stefan. Welcher Stefan? Er ist einmalig. Ach, Sie meinen Herrn Roland?
Ich darf Sie wohl darauf aufmerksam machen, dass das Schwärmen für Herrn Roland ein Vorrecht der Gäste ist, Frau Lamar. Kommen Sie, liebe Brigitte, kommen Sie. Kommen Sie mit nach oben. Und wenn Sie beim Servieren nicht Bescheid wissen, dann schauen Sie nur auf mich, ja? Jetzt folgen Sie mir bitte, indem Sie vorangehen. Die Gesichter der Damen an. Was ich dir gesagt habe, Seiltänzer, Löwenbändiger und Klavierspieler haben die Eigenschaft, das seelische Gleichgewicht der Damen zu stören. Sie versetzen sie in einen Zustand der Verzückung. Sie verzaubern sie, wie der Schlangenbeschwörer die Kobra. Apropos Kobra, schau dir meine Frau an. Ihre Züge tragen den Ausdruck vollkommenen Glücks. Tja, wahrhaftig, du, so habe ich sie noch nie gesehen. Na, und deine erst. Die hat ja schon die Augen geschlossen. Psst, ist doch interessant, wie ein solches B-Moll die Seele einer Frau erschüttert. Dabei ist sie nicht mal so musikalisch, dass sie Moll von Dur unterscheiden kann. Ein komplizierteres Instrument. Selbstverständlich, es ist entsetzlich. Du hast Schuld, ich wollte sie entlassen, aber du hast sie in Schutz genommen. Hätte sie mir gar nicht ins Haus bringen dürfen. Was, das Mädchen sieht sehr nett und sehr bescheiden aus. Unter normalen Umständen wärst du auch gar nicht so entsetzt, weil mal ein Mädchen ein Tablett fallen lässt. Du bist nur nervös, wegen dieses Herrn Roland. Sie haben ihn doch schließlich eingeladen. Ja, aber nur zum Klavierspielen. Was willst du damit sagen? Es ist für mich als Gastgeber nicht besonders angenehm, dass die ganzen Frauen nur für diesen Musikanten Augen und Ohren haben. Karl! Ja! Auch Augen, leider nicht nur Ohren. Sag mal, bist du eifersüchtig? Ich habe diesen Zustand bisher nicht gekannt. Ich gebe zu, dass die Musik ein etwas eigentümliches Gefühl in mir zurückgelassen hat. Natürlich, das ist ja auch der Beruf dieses Herrn Roland, die Frauen aus dem seelischen Gleichgewicht zu bringen. Aber ich bitte dich, ein Künstler wie Roland hat eine Ausnahmestellung. In der Kunst! Wie konnten Sie sich nur so weit vergessen? Ich habe Sie genau beobachtet. Sie standen ja völlig im Bann dieses Klavierspielers. Ja, kurz hat ihn auf den ganzen Wald. Es ist ungeheuerlich, sage ich Ihnen. Ich beurlaube Sie von Dienst. Bitte gehen Sie raus in die frische Luft und atmen Sie ein paar Mal ganz tief, damit Sie wieder einen klaren Kopf kriegen. Herr Direktor Vorbach. Herr Boller möchte Herrn Direktor Vorbach sprechen. Das ist ausgeschlossen. Wir haben heute Gesellschaft. Bitte rufen Sie morgen im Büro an. Aber nicht vor 11. Er sagt, Sie hätten heute Gesellschaft. Sie möchten morgen noch mal im Büro anrufen. Nicht vor 11 Uhr. Sehen Sie mal her. Herr Generaldirektor Boller, sagen Sie mal, was fällt Ihnen eigentlich ein? Ihre Gesellschaft interessiert mich nicht. Ich reise morgen wieder weiter. Bis dahin haben Sie mir zur Verfügung zu stehen. Wer ist denn überhaupt am Apparat? Hallo? Hallo? Der Kerl hat eingehängt. Wünschen Sie etwas? Oh, sind Sie verärgert? Wenn ich den Eindruck machen sollte, so bitte ich Sie, davon keine Notiz zu nehmen. Gemacht. Wo ist das neue Hausmädchen? Ist beurlaubt. Momentan beurlaubt. Die erholt sich von dem Zwischenfall.
Und wo, wenn ich fragen darf? Was möchte ich? Das ist, dann zieht sich leider meiner Kenntnis. Das Mädchen macht mich wahnsinnig. Ich bitte dich, sei nett zu ihr. Sie hat uns doch schließlich in der Hand. Es wundert mich gar nicht, dass sie sich so viel herausnimmt. Wenn Stefan ihr solche Blicke zuwirft... Macht bloß in deiner Eifersucht keinen taktischen Fehler. Stefan, tu mir den einzigen Gefallen und sorge dafür, dass dieses Mädchen sofort unser Haus verlässt. Ich weiß gar nicht, was du gegen sie hast. Ich finde sie reizend. Aber wenn du durchaus willst, dann bringe ich sie nach Hause. Aber du kannst doch jetzt hier nicht fortgehen. Was sollen denn meine Gäste dazu sagen? Ach, du kannst doch nicht von mir verlangen, dass ich... Wir können hier nicht reden. Man beobachtet uns. Geh bitte in die Veranda. Warte auf mich. Wiedersehen. Na, Marvin, bist du heute recht munter, recht angeregt. Sie ist doch auch sehr nett hier ins Auto. Ja, das Musik regt an. Ach, unser Herr Roland begibt sich bereits in die Veranda. Wird dir dann Beate bald folgen? Ach, Unsinn. Na, was habe ich gesagt? Und so einer denkt ja logisch. Ist doch unglaublich von Beate. Wenn sie ihm was sagen will, braucht sie doch nicht in die Veranda zu gehen. Wo ist denn unser berühmter Ehrengast? Der Künstler ist etwas erschöpft. Er erholt sich draußen. Beate ist gerade gegangen, um ihn zu suchen. Ich würde dir raten, für etwas mehr Licht im Garten zu sorgen. Als Hausherr bist du verantwortlich für jeden Unfall, der sich im Dunkeln ereignet. Umso besser. Jetzt kann ich endlich die Wahrheit erfahren. Warum sind Sie als Hausmädchen hier? Doch nicht meinetwegen. Nein, ich wollte ja sogar weglaufen, als ich Sie sah. Aber dann habe ich mir gesagt, warum eigentlich? Brigitte. Jetzt reden Sie sich ja nicht ein, dass Sie mich lieben. Doch, ich tue es wirklich. Nein, nein, Sie haben mich vielleicht ganz gern, aber andere Frauen auch. Aber der Fehler liegt ja nicht allein bei Ihnen. Was Ihnen fehlt, ist eine Frau, die ein bisschen unbequem ist. Die Ihnen die Hölle heiß macht, dass Sie nicht mehr wissen, wo Ihnen der Kopf steht. Dann hätten Sie nämlich gar keine Zeit, sich mit anderen Frauen zu beschäftigen. Ja, ja, ich glaube, da haben Sie wirklich recht. Ich habe es immer zu leicht genommen. Das ist gut, dass Sie das einsehen. Brigitte, jetzt ziehen Sie sich ganz schnell um, sodass es niemand merkt. Und dann wollen wir schleunigst fort von hier, ja? Beate! Bitte gehen Sie jetzt, man soll Sie hier nicht sehen. Wo soll ich auf Sie warten? Ich werde Sie schon irgendwo finden. Gehen Sie. Was denn? Sie sind hier? Was haben Sie denn? Sie sehen so vergnügt aus. Da reden Sie doch. Wer war denn hier? Herr Direktor, ich glaube, Ihre Frage beantworten zu können. Herr Roland war hier. Sie ist ein Opfer seiner Leidenschaft geworden. Armes Kind. Das tut mir aber leid, dass Ihnen das ausgerechnet in meinem Haus erwähnt. In Wirklichkeit bin ich sehr froh darüber. Und dann ist noch ein Herr am Telefon, zum dritten Mal. Der möchte Sie sprechen. Nein, lassen Sie uns damit zufrieden. Das interessiert mich gar nicht. Lassen Sie uns allein. Was steht hier? Ach bitte, liebes Kind, Sie gehen vielleicht auch, ja? Ja, ich muss dich um Verzeihung bitten. Du mich? Warum denn, Karl? Ich habe dich verdächtigt. Ich habe mir eingebildet, du wirst hier jemanden treffen. Aber wie kommst du denn auf die Idee? Ja, du bist selber dran schuld. Das kommt durch deine komische Einstellung zu diesem Herrn Roland. Ich habe geglaubt, du willst ihn hier heimlich treffen. Ich weiß, es war Unsinn. Aber Karl, wie kannst du denn? Naja, ich weiß ja, das ist Unsinn. Aber du, jetzt bin ich so glücklich. Aber bitte nicht, wenn jemand kommt. Du, es war sogar schon jemand hier. Wer denn? Herr Roland. Du, der hat das Hausmädchen geküsst. Was? Ja. Die neue, die du rausschmeißen wolltest. Das ist deine Unverschämtheit. Das ist deine Rücksichtslosigkeit. Aber was liegt dir an dem Mädchen? Was liegt dir an Herrn Roland? Sehr viel. Aber Beate. Ja, aber es ist doch unmöglich, dass sich ein Hausmädchen unter Gästen in den Hals wirft. Aber jetzt fliegt's. Wenn Sie jetzt hier rausgeworfen werden, dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Aber in mir haben Sie etwas zerstört. Vielleicht haben Sie Ihr Lebensglück durch diese Dummheit auch von sich geworfen. Ich stand vor großen Entschlüssen, Brigitte. Ich hab sie wirklich gesehen. Ja, was ist denn? Entschuldigen Sie bitte. Ja, was ist denn? Hallo! Was wollen Sie denn, Sie Unglücksrabe? Verdammter Strolch, Sie! Wenn Sie mir jetzt nicht sofort Herrn Vorbach an den Apparat bringen, dann drehe ich Ihnen Ihren ungewaschenen Hals um. Was ist denn das für ein Ton? Was glauben Sie denn, mit wem Sie reden? Sie ungezogene Lümmel. Was fällt Ihnen ein, sich derartig unverschämt zu benehmen? Der Kerl ist schon wieder am Telefon. Sie haben Herrn Roland belästigt. Ich habe ihn belästigt? Ach, jawohl, Sie haben ihn geküsst. Oh, er hat mich geküsst. Karl! Was soll ich ihm sagen? Hängen Sie einfach ab. Sie verlassen augenblicklich mein Haus. Aber Beate,
So etwas kann doch so ein junges Mädchen vollständig durcheinander bringen. Vielleicht bin ich ein bisschen durcheinander, aber ich finde es herrlich. Georg, werfen Sie diese Person hinaus. Bitte? Hinauswerfen lasse ich mich nicht. Schon wieder derselbe. Wer ist es denn? Sein gewisser Boller. Aber vielleicht gehe ich von selbst. Sie ist wahnsinnig geworden. Haben Sie das genau gehört? Ja, sie ist wahnsinnig geworden. Von Sie sind wahnsinnig geworden. Ich meine, ob Sie genau gehört haben, wie am Telefon ist. Der Fräulein, unverschämter Patron. Geben Sie mal her. Karl, willst du nicht endlich? Gott, lass mich doch mal einen Moment zufrieden. Ich möchte dich doch ersuchen, in einem anderen Ton mit mir zu sprechen, ja? Oh. Herr Generaldirektor. Herr zum Donnerwetter, Herr Vorbach, das ist ja eine nette Wirtschaft bei Ihnen. Warum holt ihr denn dieses Rindvieh von Diener nicht ans Telefon? Herr Generaldirektor, Sie müssen verzeihen. Es kann sich natürlich nur um ein Missverständnis handeln. Ach, was Missverständnis? Glauben Sie, ich habe meine Zeit gestohlen. Ich muss Sie unbedingt noch heute Abend sprechen. Warten Sie mal, ich komme gleich bei Ihnen vorbei jetzt. Ja, ja, schon gut, danke. Also den Betrieb in dem Haus schaue ich mir an. Sowas war noch nicht da. Nur damit Sie sich nichts einbilden, möchte ich Ihnen sagen, warum er Sie geküsst hat. Weil ich ihn darum gebeten habe, damit Sie endlich mein Haus verlassen. Ach, deswegen wollte er, dass wir gehen. Natürlich, Sie, Gänschen, Sie. Das wollte ich Ihnen nur noch mit auf die Reise geben. Leben Sie wohl. Jetzt kann er was erleben. Oh, okay. Dankeschön. So, diese Brigitte wird uns nicht mehr belästigen. Hat dein Mann sie endlich rausgeworfen? Mein Mann, ich, Karl, hat sie noch in Schutz genommen. Weißt du, was geschehen ist? Bolo kommt. Na, das Mindeste, was ich von dir verlange, ist, dass du dich sofort bei mir entschuldigst. Margot, ich glaube, es ist besser, wir gehen. Nein, um Gottes Willen, jetzt musst du bleiben, hast du nicht gehört. Bolo kommt, jeden Moment kann er da sein. Bitte, er schreit mich schon wieder an. Beate, ich beschwöre dich. Weißt du überhaupt, wer Bolo ist? Nein, interessiert mich auch gar nicht. Das interessiert sie nicht. Bolo ist mein Chef, verstehst du? Mein Chef! Na und, was richte ich das so auf? Weil ich dafür meine Gründe habe. Weil ich jahrelang nur an dich gedacht habe, an deinen Luxus und nie daran, dass eines Tages mein Chef hierher kommen könnte. Verstehst du nun? Also reg dich nicht auf. Vielleicht ist es sogar ein Glück, dass er heute Abend hierher kommt. Bei einem Glas Wein und einer guten Zigarre hast du es bestimmt leichter als morgen im Büro. Ist etwas Fürchterliches passiert? Hat sich was angetan? Viel schlimmer, sie ist im Zimmer der gnädigen Frau eingedrungen. Schuss, mein Herz! Das ist ja Einbruch! Schmeißen Sie sofort raus! Das ist ausgeschlossen, sie hat sich eingeschlossen. Wieso, das hast du jetzt? Oh, Hierke gerade in ihrer Kollektion das meergrüne Atlaskleid. Das mit den Kreuzblenden, ganz recht, ganz recht. Aber das ist ja entzückend. Das ist ja auch das weitaus teuerste. Wieso? Da ist doch fast nichts dran. Oh, bedenken Sie, meine Frau. Ich zahle ja für den Entwurf allein schon 300 Mark. Was, 300 Mark für den Entwurf? Das ist ja großartig, dann kann ich es mir ja leisten. Also, Frau Lindemann, ich will Ihnen was sagen. Ich behalte das Kleid, ja. Öffnen Sie sofort! Ich denke nicht daran. Oder Sie sind entlassen! Aber warum reichst du dich denn auf? Juristisch liegt der Fall doch ganz klar. Hausfriedensbruch verbunden mit Sachbeschädigung, eventuell Raub, vielleicht sogar noch Schlimmeres. Wieso denn? Aber unser einer denkt doch logisch. Wer weiß denn, was das Mädchen heute Abend noch alles vorhat? Sehr richtig, das kann man noch gar nicht übersehen. Ich schlage vor, wir brechen die Tür einfach auf. Blödsinn! Was sollen die Leute von uns denken? Zieh! Machen Sie mir jetzt hier keinen Skandal! Ist sie noch drin? Na, nach wie vor. Sie, wenn Sie jetzt nicht herauskommen. Beate, artig, sonst schlage ich Ihnen halben Krach. Verschämtheit. Einen Moment, bitte. Herein. Hallo, hier spricht Rechtsanwalt Dr. Hans Otto Reuter. Ist aber sehr angenehm. Was wünschen Sie? Ich fordere Sie auf, die Türe sofort zu öffnen. Es fällt mir nicht im Traum ein. Dann sehe ich mich leider gezwungen, die Hilfe der Polizei in Anspruch zu nehmen. Mein liebes Fräulein Brigitte. Das können Sie machen, wie Sie wollen, mein lieber Hans Otto. Sie hat ja überhaupt keinen Respekt vor den Behörden. Eine ausgesprochene Rebellennatur. Ich hatte ja die Wade. Da bleibt mir denn nichts erspart. Das ist Boller. Öffnen Sie doch! Nein. Was machst du denn da? Ich versuche etwas zu sehen. Karl, ich spür's genau. Jetzt kriege ich einen Schreikrampf. Nicht doch jetzt, ich blende dich an. Nein. Sie der Ochse, mit dem ich telefoniert habe. Nein, das war der Aushilfsdiener. Der Aushilfsdiener? Sowas gibt es ja auch noch. Schicken Sie mir den Kerl mal her, den ziehe ich so lange, dass er in der Kegelbahn übernachten muss. Was soll denn das? Es wurde hier gebraucht, hier ist Gesellschaft. Warum
Herr Generaldirektor, ich freue mich sehr. Darf ich Sie mit meiner Frau bekannt machen? Tja, es tut mir leid, dass Sie Gesellschaft haben, gnädige Frau, aber es ist wichtig, dass wir uns heute Abend noch sprechen. Ich reise morgen wieder weiter. Herr Boller, es wird Sie sicher interessieren. Wir haben heute Ehrenabend für Stefan Roland. Kenne ich nicht. Ja, das ist ein bedeutender Komponist. Ein sehr bedeutender Komponist. So, so. Ja, also Vorbach, ich habe folgendermaßen disponiert. Ist das Ihr Aushilfsdiener? Ja, das ist Oskar. Aha. Ja, also Vorbach, ich will vor allem von Ihnen wissen, woran es in Ihrem Betrieb eigentlich liegt. Morgen sehe ich mir die Bücher an und dann werde ich meine Entscheidung treffen. Aber warum denn diese Eile? Das Ihre Angelegenheit muss endlich geklärt werden. Ich kann Ihnen nur eines sagen, Vorbach, Ihre Filiale lässt sehr zu wünschen übrig. Herr Boller, es tut uns so leid, dass wir auf Ihre Ankunft nicht vorbereitet waren. Tja, ich sage mich nie an. Ich liebe es, die Menschen zu überraschen. Da kann ich sie viel besser beurteilen. Ja, das ist ja nur wegen meiner Gäste. Oh, die will ich gar nicht stören. Aber vielleicht können Sie ihnen guten Abend sagen, ja. Muss das sein? Was sollen denn sonst die Leute denken? Na schön, sage ich Ihnen schnell guten Abend. Viel Licht verbrennen Sie hier. Das ist verdammt verschwenderisch. Wie oft gibt man schon Gesellschaft? Beate, du bist mir doch nicht böse, wenn ich mich jetzt verabschiede. Stefan, du kannst jetzt nicht fortgehen. Aber ich muss doch Brigitte nach Hause bringen. Den Weg kannst du dir sparen. Sie ist oben in meinem Zimmer und hat sich verbarrikadiert. Was? Sie ist völlig wahnsinnig geworden. Jetzt badet sie. Donnerwetter, das ist meine Schuld. Ich habe gesagt, sie soll sich umziehen. Der Generaldirektor ist da. Ich habe den größten Skandal im Haus. Lieber Hans-Otto, sind Sie noch da? Ja. Was wünschen Sie denn? Ach, bitte, würden Sie wohl die große Güte haben, Beate zu fragen, welche Strümpfe ich zu dem meergrünen Atlaskleid anziehen soll? Sagen Sie nur das mit den Kreuzblenden, dann weiß ich schon Bescheid. Also, das ist dann doch... Ruhe. Also gehen Sie und fragen Sie die gnädige Frau. Haben Sie mich verstanden? Um Himmels Willen, haben Sie doch Geduld. Georg ist ja bereits unterwegs. Es ist schön, dass Sie kommen. Wollen Sie mit ihr reden? Ja, gut, gut. Auf Sie wird sie hören. Sie haben sie geküsst. Daraufhin ist sie wahnsinnig geworden. Ach, was? Brigitte? Ja, Stefan. Sehen Sie, sie nennt sich schon Stefan. Was treiben Sie denn? Im Augenblick sitze ich im Schaum. Oh, Sie ahnen ja gar nicht, wie erfrischend das ist. Wollen Sie denn nicht herauskommen? No, ich muss mich doch erst anziehen. Aber Brigitte, Sie können doch den Leuten keine Ungelegenheiten machen. Na, wenn Sie so schreien, werden Sie nichts erreichen. Lassen Sie mich zufrieden. Ich habe den Eindruck, Sie sind etwas gereizt, Herr Roland. Na, sehen Sie, so kann ich's auch. Brigitte, nehmen Sie doch Vernunft an. Wir wollten doch zusammen weggehen. Ja, ich weiß schon, Beate hat Sie beauftragt. Aber daraus wird nicht. Ich komme hinaus, sobald ich fertig bin. Herr Boller, vielleicht etwas Hummer-Mayonnaise? Nee, danke. Nein, oder vielleicht ein Stückchen Lachs. Wunderbar zart. Nee. Ja, vielleicht ein paar Austern. Ja. Donnerwetter, sind Sie vornehm. Nee, also mir müssten Sie ja was zahlen, wenn ich so ein Ding hinunterwürgen sollte. Sagen Sie mal, Vorbach, wie ist das eigentlich? Essen die feinen Leute dieses Gelabere, weil es ihnen schmeckt oder bloß aus Angabe? Ja, wie gesagt, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Dann vielleicht ein Gläschen Sekt. Nein, danke, auch das nicht. Ich möchte meinen klaren Kopf behalten. Kommen Sie, Vorbach, wollen wir uns zurückziehen? Aber, ja? Oh Gott, aber liebster Herr Boller, Sie müssen doch Roland spielen hören. Unbedingt, Herr Boller, bitte. Es ist ein einmaliger Genuss, bitte. Jetzt werde ich aber langsam wahnsinnig. Ach, liebster Herr Roland, das ist ja reizend von Ihnen, dass Sie hier bemühen. Aber bitte schön, möchten Sie nicht noch einmal spielen? Nein, das könnte ich unmöglich von mir verlangen. Ach, aber ich bitte Sie so sehr darum, das ist das einzige Mittel, um Boller abzulenken. Na, biet ihm doch ein Glas Sekt an. Er trinkt doch keinen. Was liegt denn so viel an diesem Boller? Ist doch mein Chef. Ach, Sie haben auch einen Chef, Herr Direktor? Also, Sie müssen spielen. Denn an dem ganzen Skandal sind doch eigentlich nur Sie schuld. Bitte, Herr Roland. Also gut, ich gehe hinunter. Verzeihung, die Frau. Was ist denn schon wieder? Nur eine kleine Auskunft. Sie möchte wissen, welche Strümpfe sie zu dem meergrünen Atlaskleid anziehen soll. Das mit den Kreuzblenden. Die Frau wissen schon welches. Strümpfe. Meergrün. Ein verrücktes Haus. Jetzt verlangt sie auch noch Strümpfe von mir. Ich rufe die Polizei. Aber Beate, mach doch kein... Die Polizei? Ja, das ist eine gute Idee. Warte mal, das mache ich. Ach, bitte, ja. Kann ich hier telefonieren? Bitte hier. Ungestört? Ungestört, natürlich. Geben Sie mir die Nummer vom nächsten Polizeirevier, bitte. Bitte. Polizei im Haus. Polizei im Haus. Das ist mir in meiner ganzen Laufbahn noch nicht vorgekommen. Wie konnte ich mich bloß in einer Frau so täuschen? Aber Herr Georg, ich habe mal ein Kinostück gesehen. So endete eine Liebe. Hören Sie auf mit dem Unsinn. Jetzt ist Luke. Wir gehen recht nicht spät ab. Akazienallee 14, Villa Vorbach. Aber mach schnell, Herr Kriminalkommissar. Sag mal, wo ist denn Herr Roland? Katchen, der kommt gleich. So. Ah, mein Sohn, da bist du ja wieder.
Ja, Oskar. Oh, da ist Herr Roland. Bitte, Herr Boller, gestatten Sie, dass ich Sie bekannt mache. Das ist also Herr Roland. So, so, Sie sind der berühmte Klaviermeister, Spieler. Entschuldigen Sie, ich habe noch nie was von Ihnen gehört, aber ich bin so ungebildet. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Roland. Sehr liebenswürdig, was soll ich denn spielen? Oh, das ist mir ganz egal. Wie schön, dass Sie spielen. Was würden Sie denn spielen? Bitte deponieren. Geister sein. Bin ich. Jetzt können wir endlich an unsere Arbeit gehen. Ich bin nämlich völlig unmusikalisch. Entschuldigen Sie. Also für Sie bin ich ein ungezogener Lümmel. Bitte, wollen wir vielleicht in mein Arbeitszimmer gehen? Ach, da sind ja auch Gäste. Aber wir können Sie ja bitten. Aber warum sollen wir Sie denn stören? Gehen doch lieber gleich nach oben. Gottes Willen, kommen Sie bloß jetzt nicht raus. Lieber Hans Otto, zuerst soll ich rauskommen und dann soll ich wieder nicht kommen. Oh, darf ich die Herren miteinander bekannt machen? Das ist mein Freund, der Rechtsanwalt Dr. Reuter, Herr Generaldirektor Boller. Danke. Na also, ich denke, wir bleiben gleich hier. Ach nein, bitte hier, auf keinen Fall. Vielleicht können Sie direkt unten. Verschwinden Sie. Na, endlich hat man Ruhe. Hast die Polizei verständigt? Ja, ich habe einen Kriminalbeamten hergebeten. Das ist kein Skandal, Doktor. Deine Schuld, Beate. Wie konntest du Brigitte sagen, dass ich sie nur geküsst habe, um sie aus dem Haus zu schaffen? Das hast du gesagt? Ich wusste ja, dass du in deiner Eifersucht lauter Dummheiten machst. Ich stehe vor der Frage, ob ich Ihre Filiale überhaupt noch aufrechterhalten soll. Sie als Chef der hiesigen Niederlassung sind auf alle Fälle untragbar. Herr Direktor, muss ich Ihnen doch erklären? Da gibt es gar nichts zu erklären nach dem, was ich gesehen habe, Vorwart. Wenn das Geschäft so schlecht geht, ist es ausgeschlossen, dass man einen solchen Lebensstil aufrechterhält. Hans Otto! Ruft man Sie? Ich heiße Karl. Er wird gleich erscheinen. Ich wollte Ihnen nur erklären, dass ich ja auch noch andere Einnahmen habe. Ja, was ist denn das? Wahrscheinlich jemand im Badezimmer. Blödsinnige Angewohnheit, im Bad zu singen. Ja, ich finde es auch saudumm. Ja. Ich singe nämlich auch immer im Bad. Ja, also wieso haben Sie noch andere Einnahmen? So, zum Beispiel an der Börse. Was denn? Private Börsengeschäfte? Also, Vorbach, das höre ich gar nicht gern. Ich habe schon öfter erlebt, dass das ein böses Ende genommen hat. Aber entschuldigen Sie mal, Herr Boller, davon kann auch bei mir nicht die Rede sein. Verzeihung, die Kriminalpolizei ist unten wegen... Das ist eine private Sache, eine ganz private Angelegenheit. Ach, warum sind Sie denn so aufgeregt? Wo ist der Doktor? Herr Doktor Sunden. Ja, dann soll er die Sache sofort in Ordnung bringen. Bitte, so ist er schließlich mein Anwalt. Ah, den Rechtsanwalt haben Sie immer gleich zur Hand, ja? Ja, er ist mein Freund. Sehr praktisch, einen Rechtsanwalt zum Freund zu haben. Aber bitte, Herr Boller, ich möchte Ihnen erklären. Hans Otto, was machen denn die Strümpfe? Wollen wir nicht in ein anderes Zimmer gehen? Setzen Sie sich, wir bleiben hier. Ich sehe es gar nicht gern, Vorbach, wenn meine Vertreter etwas mit der Polizei zu tun haben. Es handelt sich doch nicht. Ja, gebe ich nichts an. Muss Ihnen sagen, Vorbach, ich habe schon jetzt den Eindruck, dass es besser ist, wenn wir unseren Vertrag lösen. Ich brauche einen fleißigen Menschen, der das Geschäft von Grund auf neu aufbaut. Einen Mann, der nur an das Geschäft denkt, der keine Gesellschaften gibt und keine Palais bewohnt und keine Riesendienerschaft hält. Und vor allem keine Börsenspekulationen macht. Mit anderen Worten, einen Mann, der solide ist. Aber jetzt müssen Sie mir gestatten, dass ich mich rechtfertige. Wir haben uns gar nichts weiter zu sagen, Vorbach. Ich werde morgen früh die Bücher prüfen, Ihren Nachfolger einsetzen und weiterreisen. Bitte gehen Sie doch jetzt nicht vor, Herr Boller. Die Gesellschaft würde sich so freuen, wenn Sie noch etwas hier blieben. Vor allen Dingen die Damen. Na, mich interessieren Ihre kriegsbemalten Damen gar nicht. Also, Vorbach, Mensch, ich begreife Sie nicht. So was ruinieren? Schmeißen Sie doch raus, diese Austernschlürfer! Und Ihre Frau, wissen Sie, was ich mit der täte? Was? Aber Sie sind nicht meine Frau. Gott sei Dank. Guten Abend. Hallo, Herr Vorbach. Gott, halten Sie doch Ihren Mund zum Teufel! Wer ist denn das eigentlich? Ganz unwichtig! Also, morgen früh, 8 Uhr, pünktlich bitte. Hoffentlich ist bis dahin Ihre Gesellschaft zu Ende. So, jetzt bin ich aber fertig. Kommt Sie her. Ja, was will ich vorstellen? Ach, das hat ja keinen Sinn. Sie wollten doch gehen, Herr Boller. Sie haben mich doch gebeten, zu bleiben. Ja, meine Gäste werden sich sehr freuen. Eben, eben. Bitte, Herr Boller. Das ist Fräulein Brigitte. Brigitte? Ich kann doch nicht einfach Brigitte zu Ihnen sagen. Doch. Sie ist eine so gute Freundin, dass wir sie einfach... Eine Freundin? Von Ihnen? Nein, von meiner Frau. Ja, auch sie wird hier wie Kind im Hause behandelt. Nicht wahr, Brigitte? Ja, lieber Karl. Das habe ich heute gerade wieder so gemerkt. Sie kommen erst jetzt? Ja. Warum so spät? Ich war noch etwas beschäftigt. Ach, ist ja bei dem Beruf?
Ja, ich bin Lulu. Bravo. Sie unterstützt meine Frau in der Führung des Haushaltes, ja? Meine Frau hat ja so furchtbar viel zu tun. Ja, kann ich mir ja denken. Sieht sich wohl 5-mal am Tag um. Ja. Herr Schnetze, Sie werden sich in diesem Hause über Mangel an Beschäftigung nicht beklagen können, wie? Sie machen die Arbeit und Ihre Freundin die Wohnordnung. Nein, so schlimm ist es ja nicht. Unsere geschäftliche Unterredung ist ja zu Ende. Wenn Sie gestatten, dann bleibe ich jetzt noch eine Weile hier. Ach, das ist aber eine Reize, werden sich meine Gäste furchtbar drüber freuen, ja. Ja, kann man etwas zu trinken haben? Los, mal los, was zu trinken. Ja. Oh, Bach, ich bemühe das gnädige Fräulein, gehen Sie doch selber. Verzeihung, ich bin etwas verwirrt. Ja, gehen wir dann hinunter? Man wird mich bestimmt schon sehr vermissen. Ja. Bitte? Die Sache mit der Polizei, die Anzeige habe ich erledigt. Lass mich zufrieden, ich muss was zu trinken besorgen. Ach, Herr Roland. Der Herr Kriminalkommissar möchte Sie sprechen. Was denn? Ist er schon da? Ja, ja, er will Sie gleich verhören. Ach, das ist ja eine glatte Hochstapelei. Nein, da sehen Sie, Herr Roland, was so ein Kuss alles anrichten kann. Meister! Brigitte, den ersten Tanz haben Sie doch mir versprochen. Sie gestatten doch. Nein, das ist ein Irrtum. Der erste Tanz gehört Herrn Woller. Oh, ich danke Ihnen. Wo ist denn der Kriminalkommissar? Im Herrenzimmer. Wo steckt denn Beate eigentlich? Ich habe sie heute noch gar nicht begrüßt. Also ich begreife ja nicht, wieso Sie mit Frau Vorbach befreundet sind. Wieso? Gefällt es Ihnen nicht? Nee, nichts im Kopf bei solchen Rara. Also bitte, schau dich doch mal dieses Panoptikum an. Ich bin Ihnen ein ganz anderes. Ich meine, Sie sind doch ein ganz anderer Mensch. Also ich glaube, Herr Boller, Sie tun Beate Unrecht. Die hat auch ihre guten Seiten. Na. Bestimmt. Man muss sie nur kennen. Oh, liebste Beate. Ich werde wahnsinnig. Was so gut gefalle ich dir. Oh, wissen Sie, Beate und ich, wir haben so vieles gemeinsam. Ihr Glück ist mein Glück. Ihre Wünsche sind meine Wünsche. Und Ihre Schneiderin ist auch meine Schneiderin. Das verstehe ich ja nicht. Warum? Oh, danke, Karl, Sie sind 13. Aber jetzt fehlen noch 2 Gläser für Beate und Sie. Ah ja, richtig, das habe ich fast vergessen. Denn wir wollen doch zusammenbleiben, also, nicht wahr? Bitte, bitte, noch 2 Gläser, bitte. Karl. Ja, wir müssen unserer Freundin sehr dankbar sein. Sie hat uns einen großen Dienst erwiesen. Warum machen Sie denn so gequältes Gesicht? Ach, Herr Woller, ich bin ja so glücklich, dass Sie nicht fortgegangen sind. Das haben Sie nur Ihrer 13. Hausgenossin zu verdanken. Ja, ich weiß. So, ich finde, Sie sind aber gar nicht nett zu ihr. Ach, doch, doch. Ich bin Ihnen ja so dankbar, Brigitte. Aber Karl, das ist doch selbstverständlich. Sind ja nicht gut? Doch, 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 doch. Na, hoffentlich kriegt sie nicht wieder einen ihrer Anfälle. Ich habe dir immer gesagt, du verträgst diese dauernden Gesellschaften nicht. Ach, ich bin nur etwas mit Nerven herunter. Ist ja auch Hirn verbrannt. Also mich würde der Betrieb in dem Hause ja tobsüchtig machen. Na, Georg? Oh, was haben Sie denn? Keine Schwäche. Passen Sie doch auf, Sie... Ich verstehe Sie nicht. Dabei gibt es sich solche Mühe. Ihr Personal können Sie sich einrahmen lassen. Ja, aber das kommt nur daher, weil die armen Leute hier in der ständigen Angst leben, bei den kleinsten Fehlern entlassen zu werden. Habe ich recht, Georg? Sie? Das gnädige Fräulein hat Sie was gefragt? Sehr wohl. Gnädiges Fräulein. Weißt du, was die jetzt macht? Was denn? Die tunkt jetzt den Vorbach bei seinem Generaldirektor rein und der arme Kerl kann sich gar nicht dagegen wehren. Jedenfalls diplomatisch sein. Komm. Oh, lieber Antonio, liebe Margot, wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Aber mit dem größten Vergnügen. Sie kleine, schlaue Schlange, Sie. Hans Otto, ich bitte dich, mach keine Konversation. Warum denn nicht? Ich finde dich gar nicht witzig. Wollen wir vielleicht ins Tanzen? Furchtbar gerne. Ich dachte nur, Sie werden das bereuen. Ich tanze nämlich miserabel. Das heißt, ich tanze nie. Das macht nichts. Und du kannst doch nicht von mir verlangen, dass ich die ganze Gesellschaft verhafte. Das ist auch gar nicht notwendig. Was hast du mit dem Reuter gemacht? Reuter? Wer ist Reuter? Der Mann, der denn zuvor verhört hat. Ach, der Logische. Unser einer denkt doch logisch. Der doch mich verhört. Der ist auch ein Rechtsanwalt. Solche Leute hessen mir auf den Hals. Am Schluss werden die noch mich verhaften. Beruhig dich. Lass dich mal ein bisschen alleine. Dass mir das Tanzen noch einmal so viel Freude macht, hätte ich auch nicht geglaubt. Aber es geht doch sehr gut. Das ist ja nur ein Schwindel. Aber ich finde es sehr reizend, dass Sie mir zuliebe schwindeln. Und ich hätte nie geglaubt, dass Sie so nett sein können. Wieso? Warum soll ich nicht nett sein können? Ja, vorhin mit Vorbach waren Sie es weniger. Ach so, Sie haben das alles mit angehört. Ja, und ob. Der Arme hat mir direkt leid getan. Was ist denn? Jetzt schicke ich dir den Boller herein. Halt mir den möglichst lange vom Halse. Wer ist denn Boller? Der Generaldirektor. Stefan, ich flehe dich
gefangen. Ja, ja, ist wurscht. Herr Boller, der Kriminalbeamte möchte Sie verhören. Mich? Ja. Was will er denn von mir? Das weiß ich leider nicht. So. Jetzt müssen Sie schon ein bisschen mit mir vorlieb nehmen. Was macht denn der Kriminalbeamte hier? Oh, verhört einige Leute. So, in welcher Angelegenheit? Hausfriedensbruch. Wird ziemlich schwer bestraft. Nicht unter 2 Monaten. Wer kriegt denn die? Wer? Sie. Wieso? Ich hab da nichts verbrochen. Leider ist der Beamte anderer Ansicht. Konnten Sie denn da nichts machen? Es war meine Absicht, aber ich glaube, ich habe Ihnen nur geschadet. Wieso? Was haben Sie denn gesagt? Ich habe versucht, die Sache in ein möglichst harmloses Licht zu stellen. Und da ist der Beamte misstrauisch geworden und wollte unbedingt wissen, in was für einer Beziehung wir zueinander stehen. Naja, da hätten Sie das sagen können. Was denn? Dass Sie mich gar nicht kennen. Aber Brigitte, nach dem, was zwischen uns... Ich meine, mit gutem Gewissen hätte ich das nicht sagen können. Das ist ja entsetzlich. Ach, regen Sie sich nicht auf. Herr Boller wird bestimmt günstig für Sie aussagen. Donnerwetter nochmal, was geht denn mich die ganze Sache an? Sie, keine Tätigkeit gegen Amtspersonen. Setzen Sie sich. Sind Sie mit Fräulein Arendt verwandt? Nein. Verschwägert? Nein! Verheiratet? Nein. Sind Sie vorbestraft? Ja, lassen Sie mich doch zufrieden. Ich kenne doch diese Person gar nicht. Deswegen können Sie doch vorbestraft sein. Sagen Sie mal, wer hat denn überhaupt diese Anzeige erstattet? Ja, also, erstattet hat sie eigentlich Herr Rechtsanwalt Dr. Hans-Otto Reuter. Doktor, haben Sie eine Anzeige erstattet gegen ein gewisses Fräulein Arendt? Jawohl, Herr Boller. Aber Hans Otto, bist du denn jetzt von allen guten Geistern verlassen? Eine Anzeige? Aber sie hat doch weiß Gott nichts angestellt. Wer zum Teufel hat dich auf diese blödsinnige Idee gebracht? Na, das warst doch du. Keine Spur, kein Mensch hat von einer Anzeige gesprochen. Na, aber Kinder, ich bin doch nicht schwachsinnig. Georg, wer hat sie zu mir geschickt? Ich verweigere die Aussage. Das war mein gutes Recht. Also erlauben Sie mal, wer ist denn eigentlich dieses Fräulein Arendt? Ich, Herr Boller. Was denn? Sie? Ja. Was haben Sie denn verbrochen? Natürlich nichts. Das muss ein Missverständnis sein. Kommen Sie mit, werden wir gleich in Ordnung bringen. Bemühen Sie sich nicht, Herr Boller. Ich werde das schon erledigen. Bleiben Sie ruhig hier. Ich bin gewöhnt, meine Angelegenheiten selbst zu erledigen. Ich möchte den Kleinen ganz gerne noch einmal schwitzen sehen. Aber ich kenne doch die Zusammenhänge besser. Bitte kommen Sie mit. Aber Herr Boller, wir sind doch erwachsene Menschen. Ist denn das notwendig? Ich tue es furchtbar gerne. Fräulein Brigitte Arendt ist es mir ausgesprochen ein Vergnügen. Und ich wollte von den Arendt die Aufregung ersparen. Ach so. Ja, wo Sie recht haben, haben Sie recht. Verzeihung. Jetzt kommt der ganze Schwindel raus. Endlich kann ich da nur sagen, jetzt ist Schluss mit dem Theater. Brigitte, gehen Sie an Ihre Arbeit. Ich bitte dich, Karl. Ich habe dir doch gleich gesagt, dass das Hausmädchen ist. Natürlich, die hat doch das Tablett fallen lassen. Herr Peter Schmidt? Ja, so trifft man sich wieder. Was machen Sie denn hier? Ich glaube, einen schlechten Eindruck. Oh. Wollen Sie nicht raufgehen? Nein, ich fühle mich hier bedeutend sicherer. Warum? Ich bin nämlich der Kriminalkommissar. Was, Sie sind ja der Kriminalkommissar? Mhm. Hat Herr Roland Sie hergerufen? Ja, Gott, war der aufgeregt am Telefon. Der hat solche Angst gehabt, dass ihm das passieren könnte. Aber das sage ich Ihnen, Herr Meistertondichter. Wenn das Mädel bei Ihnen nicht 1A aufgehoben ist, dann sprechen wir uns noch. Haben Sie mich verstanden? Man erlebt ihn immer wieder so seine Überraschung. Aber Hans Otto, was habe ich denn schon verbrochen? Ein einziges Mal bin ich ohne dich ausgegangen. Ist denn das so schlimm? Ob das schlimm ist oder nicht, darüber werden wir dann zu Hause plaudern. Oskar! Machen Sie mal die großen Lichter aus und öffnen Sie die Fenster. Und Sie da hinten, bringen Sie mal die ganzen Resten sofort in die Speisekammer. Muss noch die ganze Woche reichen. So, jetzt ist mir wohler. Mein liebes Kind, ich kann dir natürlich nicht zumuten, dass du dich in meine neuen, bescheidenen Verhältnisse einfügst. Aber Karlchen, ich werde dich doch jetzt nicht verlassen. Ich glaube, ich bin an allem schuld. Nein, nein. Wenn hier einer schuld ist, dann bin ich es. Ich hätte auf den Tisch hauen müssen. Und zwar nicht erst heute, sondern vor Jahr und Tag. Gnädige Frau, ich darf mich jetzt verabschieden. Ich danke Ihnen für den abwechslungsreichen, charmanten Abend, den ich in Ihrem Haus verleben durfte. Und dass ich die ganze Zeit neben Ihrem Hausmädchen gesessen habe, nehme ich Ihnen gar nicht übel. Im Gegenteil, ich habe mich selten gut unterhalten. Brigitte, wo bleiben Sie denn? Was denn?
Ich denke, die sitzt längst in das Schloss und riecht. Frau Lehmann, jetzt will ich Ihnen mal etwas sagen. Ich habe jahrelang ein Auge zugedrückt, wenn Sie hier erst sich und dann Ihren Pompadour vollgestopft haben. Aber nach Ihren Hetzereien gegen Fräulein Brigitte habe ich jetzt keine Lust mehr, mir das noch länger mit anzusehen. Ihnen ist wohl nicht gut, Herr Georg. Was soll denn das heißen? Das heißt, dass Sie dieses Haus verlassen und es nicht mehr betreten werden, Frau Lehmann. Den Käse haben Sie nicht gefunden, wa? Und gerade der war gut, Frau Lehmann. Ach, jetzt werden Sie auch noch kleinlich. Suchen Sie etwas, Herr Roland? Ich suche Fräulein Arendt, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja, ich finde es sehr störend, wenn das Personal dauernd durch die Gäste behelligt wird. Brigitte, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Ihre Angelegenheit in Ordnung gebracht habe. Welche denn? Die mit der Kriminalpolizei. Gott sei Dank. Sie ahnen nicht, was ich durchgemacht habe. Wirklich? Na, überlegen Sie mal. 2 Monate Gefängnis? Das ist keine Kleinigkeit. Also dann? Was denn? Wollen Sie schon gehen? Natürlich. Ja, haben Sie sich denn schon verabschiedet? Ich schon. Und Sie? Ach, Sie meinen von... Ja, sogar endgültig. Gut, dann werde ich ein Taxi besorgen. Nein, das ist nicht nötig. Ja, aber es regnet doch draußen. Ich habe doch einen Schirm. Ich denke, wegen unserer Geschichte sprechen wir morgen noch mal. War vielleicht doch ein bisschen eilig vorhin, weh? Meinen Sie nicht auch? Jawohl. Nein. Gute Nacht. Ha! Also für Sie bin ich der Lümmel, weh? Ja, na Glück. Ich mag Leute ganz gerne, die sagen, was sie denken, da. Was hat er Ihnen gegeben? Sie haben noch gar kein Recht, das Geld anzunehmen. Sie hätten noch niemals den Mut gehabt, ihm das zu sagen, was ich ihm gesagt habe. Ja? Sie brauchen es mir hier nicht geben, dann legen Sie in meinem Zimmer auf den Tisch. Oskar, für Sie. Verwechseln Sie es nicht. Das Hoch über Island hat sich der norddeutschen Tiefebene genähert. Ah. Für die nächsten Tage ist überwiegend heiteres Wetter zu erwarten. Nur hier und da örtliche Gewitterbildungen. Na, hoffentlich nicht. Ich soll Sie übrigens von Peter Schmidt schön grüßen. Ja? Haben Sie ihn gesprochen? Ja, ich weiß alles. So, dann wissen Sie aber auch, warum ich es getan habe. Nein. Muss ich es aussprechen? Ja, das möchte ich sehr gerne von Ihnen hören. Aber es ist doch immer wieder dasselbe. Also gut, weil ich dich liebe.